Salvete Discipuli. Ich grüße euch. Willkommen zu unserem Sonntagsstream. Heute spielen wir mal wieder Crusader Kings 3. Ja, es ist tatsächlich der sechste Stream aus der zweiten Staffel. Und wir haben es beim letzten Mal doch ganz gut geschafft, das Erbschlamassel ein bisschen aufzuräumen, das uns den Tod des letzten Königs beschert hat. Ja. Neue Frisuren, ja, nur zusammengebunden die Haare. Ich kann sie mal aufmachen, hast recht, ist besser. Passt besser zum Professor Fantasy, pass mal auf. Also hier. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir auch, Weisen. Schön, dass du dabei bist. Ja, ich hab vorher Sport gemacht. Und zum Sport binde ich die Haare zusammen. Und ich habe ganz vergessen, sie wieder aufzumachen. So. So ist es einem wahren Fürsten und König doch eher würdig, die Frisur. Wunderbar. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Also wir wollten ja heute eigentlich Magic spielen, ne? Also Magic spielen wir heute nicht. Das seht ihr ja, CK3 ist heute wieder angesagt. Weil, ich hatte es am Freitag schon kurz erklärt, das Pre-Release online ist erst nächste Woche. Diese Woche sind nur die Paper-Pre-Release sozusagen. Guten Tag in die Runde, sagt Xark. Ja, guten Tag zurück, Xark. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Genau, und das Online-Pre-Release von die Straßen von Neukapenna wird dann nächste Woche Sonntag sein. Und ich habe mir gedacht, wir werden dort nicht nur dann im Pre-Release ein bisschen spielen, sondern ich werde euch vielleicht auch das Set vorstellen und vielleicht schon mal ein paar Karten durchgehen, die ich besonders gut finde oder nicht so gut finde. Ja, vielleicht machen wir das. Dachte ich mir, am Sonntag, 14 Uhr. Also nächste Woche dann, genau. So, ich würde vorschlagen, wir gehen mal rüber ins Spiel und ich erkläre euch dann, was letztes Mal so passiert ist und was wir heute so vor uns haben. Rüber ins Spiel. So, und diesmal versäume ich jetzt auch nicht, das Audio anzuschalten. Hallo? So, also das ist das Königreich von Unkwa. Ihr seht hier das Blaue, das halb Europa beherrscht irgendwie. Schon ganz schön mächtig inzwischen. Ne? Wir sind größer als das Ostfrankreich und auch größer als Frankreich und Aquitanien. Das Westfrankreich gibt es gar nicht mehr. Da hat sich offensichtlich inzwischen Frankreich gebildet. Wir sind auch größer als das Königreich Italien oder das Kaiserreich Italien, was hier doch ziemlich im Krieg auch die ganze Zeit bedrängt wird. Nur das Byzantinische Kaiserreich ist größer als wir, würde ich sagen. Ja. Und Bulgarien ist ungefähr gleich groß wie wir, würde ich sagen. Warum sind wir so groß geworden? Ja, wir sind eigentlich zwei Königreiche. Wir sind nämlich das Königreich Unkwa, was hier liegt, und das Königreich Bayern, was da drüben liegt. Und zusammen sind wir dann eben so ein großes Reich geworden. Da wir das Königreich Bayern haben, ist natürlich eines unserer Ziele, oder was wir gerne begehren würden, auch das Herzogtum von Bayern zu beherrschen und es in unser Reich einzugliedern. Das wäre doch eigentlich schon ganz passend, würde ich sagen. Das hier ist die Isar übrigens. Und hier ist München. Baronie von München. Wolfratshausen ist hier. Ja, das ist der Starnberger See. Das soll der Starnberger See sein, Leute. Ja, welcher See, das weiß ich nicht. Der Chiemsee, nein, der müsste eher hier sein. Der Chiemsee müsste irgendwo hier sein. Der ist aber nicht abgebildet. Das könnte der Walchensee oder einer dieser Seen sein. Wo ist der Bodensee? Der müsste doch hier irgendwo sein. Oder soll das der Bodensee sein? Nee, das wär zu weit südlich von München. Also das ist der Starnberger See, das ist ganz klar. Der Bodensee müsste eigentlich irgendwo hier sein. Da ist Ulm. Da ist der Bodensee. Da ist der Bodensee. Richtig. So, und da müsste doch hier auch irgendwo der Rhein sein. Koblenz, ja, hier muss der Rhein sein. Hier ist der Rhein. Das ist der Rhein, der hier aber nur ein dünnes Flüsschen ist. Das ist der Main. Das ist ja Mainz. Und hier müsste der Rhein fließen. Ich glaube, er fließt hier so. Ja, genau. Und hier versiegt er. Nee, hier geht's weiter. Und hier fließt er dann. Und dann hier müsste dann der Rheinfall. Heißt das so, Rheinfall? Oder ist es doch hier eher? Naja, irgendwo da auf jeden Fall.
So, also, genau, was haben wir gerade so vor? Was ist unser Thema? Unser Thema ist, wir sind selber zornig, sadistisch und eigenwillig. Das dürfen wir nicht vergessen. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Wir haben sehr viele Kinder, inzwischen 7 Kinder. Davon ist einer unser Haupterbe, nämlich Jans von Unkwar. Dann unser zweiter Sohn, Prinz Petelin, ist im Moment krank. Er hat die Schwindsucht und ich weiß nicht, ob er tatsächlich diese Krankheit überleben wird. Er ist 17 Jahre alt. Er ist der Zwillingsbruder übrigens von unserem Spielererben. Die beide sind bucklig. Der ist mitfühlend, treuherzig und ungeduldig. Also wird wahrscheinlich ein guter König werden, wenn er mal König wird. Im Moment würde Prinz Petelin, der Schwindsüchtige, der würde das Königreich von Bayern erben. Dann haben wir unseren dritten Sohn, Prinz Slavko. Der würde das Herzogtum Bihar erben. Das ist hier so. Das ist eigentlich eins unserer Kernherzogtümer, die wir eigentlich behalten wollen. Genau. Und unser vierter Sohn, Prinz Haber, würde tatsächlich 2 Grafschaften erben. Aber den möchten wir eventuell zum Mönch machen. Er ist nämlich auch fleißig, nachdenklich. Er ist zwar auch verschwenderisch und appetitlos. Also verschwenderisch würde nicht so sehr zu einem Mönch passen. Aber ich finde, da er auch einen ganz guten Bildungswert hat, könnte er vielleicht, er macht auch die Bildungsausbildung, könnte er vielleicht Mönch werden. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Er ist 11 Jahre alt. So, und dann haben wir noch eine Tochter. Also wir haben 3 Töchter insgesamt. Ja. So, ja, was wir noch für ein Problem haben. Ja, wir möchten ganz gerne Kaiser werden eigentlich. Weil wenn wir ein Kaiserreich haben, dann macht es nichts so sehr, wenn unser zweiter Sohn ein Königreich erbt. Weil dann wird dieses Königreich nicht aus dem Reich verschwinden sozusagen, sondern das wird bleiben im Reich. Und die momentane Lage ist es, dass unser zweiter Sohn unabhängig von uns werden wird, die aber das Königreich Bayern übernimmt und dass die beiden Königreiche dann dadurch getrennt werden. Ja, das ist die momentane Situation. Das Königreich Bayern, wir können es uns ja mal kurz angucken, wie das Königreich Bayern eigentlich ausschaut. Das Königreich Bayern ist dieser Bereich hier. Also alles, was in diesem Bereich liegt, das zu unserem Reich gehört, würde er erben. Ich weiß nicht, ob dieser Teil hier hinten dann auch dazu gehört. Weil das ja eigentlich offiziell zum Königreich von Ostfranken gehört. Ich will eigentlich auch gar nicht den de jure Bereich anschauen, sondern kann man da nicht auch den. Wir könnten den Titel vernichten tatsächlich. Das wäre gar nicht so uninteressant. Kostet uns 800 Prestige. Das könnten wir machen. Wenn wir den Titel vernichten würden, dann würde das natürlich nicht unser zweiter Sohn erben. Und dann wäre das alles das Königreich von Unkwa. Aber eigentlich ist es auch sehr ahistorisch, einen Titel zu vernichten, ne? Passt irgendwie nicht. So, können wir uns denn das tatsächliche Königreich Bayern auch anschauen? Hier, Reichskartenmodus. Ja, da sehen wir es. Das ist das, was hier so umrandet ist. Das ist das tatsächliche Königreich Bayern. Ich weiß nicht mal, was da mit diesem Teil hier hinten passiert. Ob diese kleine Grafschaft dann auch zum Königreich von Unkwa gehören wird. Oder ob das auch beim Tod des Königs dann mit verteilt wird. Ja, das ist so eine Sache mit mit diesem Kaisertum. Das Problem ist, es gibt hier einen Kaisertitel, den wir eventuell erschaffen können. Also Germanien werden wir nicht erschaffen können, aber Karpaten könnten wir eventuell erschaffen. Dafür bräuchten wir aber 60 Grafschaften. Wir haben nur 35 in diesem Bereich hier. Wir bräuchten also noch wesentlich mehr Grafschaften. Wir bräuchten 1000 Gold. 1000 Gold könnten wir hinbekommen. Ja, die 25 Grafschaften, die uns noch fehlen, das wird vielleicht ein bisschen schwieriger, weil wir sind auch kein Soldatenkaiser. Ne? Wir sind eher der Verwalter, der Wohlstandsschaffer. Auch wenn wir natürlich wissen, dass wir Probleme kriegen, wenn wir nicht Kaiser werden, sind wir trotzdem jetzt nicht unbedingt der Soldatenkönig. Ja, das ist das Erste. Ein eigenes Kaiserreich zu schaffen, wird noch schwieriger. Dafür brauchen wir nämlich 600 Frömmigkeit und unser lieber König Bojan ist leider sadistisch. Sadistisch ist sündhaft für Katholiken. Dadurch bekommen wir minus 1 Frömmigkeit. Tja, und das sehen wir auch hier oben. Wir haben minus 0,5 Frömmigkeit. Es wird also sehr, sehr schwer, diese 600 Frömmigkeit zusammenzubekommen. Ja. So, das ist so ein bisschen das Problem, was ich da sehe. Genau. So, eine weitere Sache, wo wir gerade drin stecken, ist, wir sind gerade in einem Krieg hier gegen Brutzen und auf dieser Seite sind auch noch einige Verbündete, 5 Verbündete insgesamt, nämlich, wer ist denn da alles dabei? Ups, ich wollte mir eigentlich die Verbündeten anschauen.
Warum kann ich mir die Verbündeten nicht angucken? Ich würde gerne auf das Pluszeichen hier gehen. Da kommt aber Häuptling Stanislav irgendwie. Keine Ahnung. Hier sehen wir es. Hier sehen wir es. Also. Oberhäuptling Dalimir von Prutzen, Häuptling Stanislav von Stensitz, Oberhäuptling Jakutz von Schlesien und Oberhäuptling Miloslav von Wolhenien. Das sind alles unsere Feinde. Ja. Und diese fünf kämpfen für uns. Also wir selber. Dann die Herzogin Anna von Slavonien. Obwohl hier inzwischen das Bündnis vorbei ist. Es wird aber trotzdem noch behalten, solange Krieg ist. Graf Reinhold von Worms, Graf Barthold von Licker, Herzog Miroslav von Raab und Baronin Agnes von Werden. Ja, wir haben kürzlich auch Söldner eingeladen. Wir möchten nämlich diesen Krieg natürlich gewinnen, ist ja ganz klar. Wir haben jetzt gerade in der Schlacht verloren, das war ein bisschen unglücklich. Schauen wir uns das vielleicht mal kurz an. Wo kriegen wir denn die Punkte nochmal gezeigt? Ja, hier, ne? Also, wir haben gerade eine Schlacht verloren, die Schlacht von Clover. Das sind minus 11 Punkte leider. Die ist gerade eben gelaufen gewesen. Ja, wir sind minus 13 Kriegspunkte. Auch weil die hier Teile unseres Reiches, und zwar auch das Kriegsziel, erobert haben. Das müssen wir zurückerobern. Ja, die Sache ist, ich hatte kurz überlegt, ob wir diesen Krieg nicht einfach als verloren geben. Weil diese eine Grafschaft, die ist uns relativ egal. Und dann soll Brutzen halt diese Grafschaft dazu bekommen, wir können ihn schon irgendwann zurückerobern. Aber unser König ist zornig. Ja, und zornig ist ja auch so ein bisschen jähzornig. Und er ist eigenwillig. Und deswegen wird er sicherlich niemals diesen Krieg einfach als verloren geben. Ja? Wenn, dann werden wir mit fliegenden Fahnen verlieren. So schaut's aus. Ja, wir werden nicht einfach diesen Krieg als verloren geben. Wir werden bis zum bitteren Ende kämpfen. So, damit wir da vielleicht noch einen guten Verbündeten, zum Beispiel Großmähren wäre ein super Verbündeter. Gibt es hier die Möglichkeit, irgendwie, nee, das Problem ist, die beiden Töchter sind schon verheiratet. Bündnisaushandeln geht nicht, weil wir ein Anspruchsteller sind. Warum sind wir ein Anspruchsteller? Haben wir einen Anspruch auf das Königreich Großmähren? Ich dachte nicht. Wir haben einen Anspruch auf das Fürstbistum von Goritza, aber hat er einen Anspruch auf unser Königreich? Ja, er hat einen Anspruch auf das Königreich von Bayern. Deshalb, und zwar auch einen durchgesetzten Anspruch tatsächlich. Ja. Und deshalb kann er sich nicht mit uns verbünden. Interessant, er ist auch unser Schwager. Die sind matrilinear verheiratet. Die beiden Töchter sind leider nicht matrilinear verheiratet. Das heißt, dass die Königtümer werden dann wieder aus der Familie wieder raus verschwinden. Leider. Ja. Kann man nichts machen. Geroldon in Lausanne. Naja. Ich möchte ganz gerne Verbündete. Kiew, wie schaut es mit Kiew aus? Na gut, das sind Andersgläubige. Das kommt für uns nicht in Frage. Wo sind denn noch Katholische? Wir sind so hier der Rand des katholischen Glaubens. Wir müssen eher so in diese Richtung gehen. Das Ostfrankenreich selbst. Hier, Prinz Ludwig vom Ostfrankenreich. Er ist 9 Jahre alt. Können wir den nicht vielleicht mit einer unserer Töchter verheiraten? Hier, Prinzessin Slava ist 2. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Oder? Das können wir doch mal probieren. Also, Prinzessin Slava und dann haben wir Prinz Ludwig vom Ostfrankenreich. Der ist 9. Es würde auch Prinz Karl vom Ostfrankenreich gehen. Aber ich finde Prinz Ludwig eigentlich besser. Würde er das machen? Er würde es nicht machen, tatsächlich. Warum nicht? Weil er uns nicht mag. Und weil er uns nicht mag und weil er die Slava nicht mag. Und weil Ludwig ihm am Herzen liegt. Und er ist nicht beeindruckt von unserem Königshof. Na gut, würde er es vielleicht mit seinem anderen Sohn machen? Wird er auch nicht machen. Druckmittel haben wir keins.
Gut, also Ostfrankreich wäre gut, wird aber nicht funktionieren. Wo sind wir denn noch katholisch? Na, ist schwierig. Ist schwierig. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir es anders machen. Unser Sohn ist ja schon verheiratet, ne? Genau. Mit Kriemhild von Hohenburg. Die ist inzwischen Trunkenbold geworden, leider. Eine graue Eminenz. Aber unser zweiter Sohn, der Schwindsüchtige, ach, da ist auch schon verheiratet. Die Prinzessin von Kärnten. Aber unser dritter Sohn, Prinz Slavko, der ist noch nicht verheiratet. Der ist 14. Mit dem können wir uns doch mal, mit dem können wir doch mal ein Verlöbnis arrangieren. Und zwar natürlich Religion katholisch. Das ist mir wichtig. Altersunterschied 5 Jahre, ja. Und Bündnismacht. So, wen haben wir dann hier? Die Grafschaft von Périgord. Die hat immerhin 1400 Truppen. Das hört sich doch gut an. Ermentrude. Sie ist tapfer und zufrieden. Sie ist basko-französisch und katholisch. Das hört sich doch nach einer guten Partie an. Sie ist 12. Dann hätten wir hier noch das Earldom von Gloucestershire. Das ist England. Das ist mir zu weit weg. Aber der Périgord hört sich gut an. Wo ist das denn genau? Das ist da drüben. In Aquitanien. Ja, das hört sich gut an. Das wäre auch eigentlich eine ganz gute Geschichte, oder? Ja, machen wir das doch mal. Dann haben wir zumindest schon mal einen Verbündeten mehr. Und ich hoffe, dass die dann auch mit in den Krieg einsteigen. Unseren jüngsten Sohn können wir nicht verraten, den möchten wir gerne zum Mönch machen. Unsere Tochter ist noch sehr jung für eine Verlobung. Aber unsere Schwester, glaube ich, oder hier, ja, unsere beiden Schwestern. Ah ja, die sind inzwischen schon verheiratet. Habe ich das schon in die Wege geleitet? Mit der noch nicht. Prinzessin Vjekoslava von Ungvar. Sie ist mitfühlend, sprunghaft und rachsüchtig. Eine interessante Person. So, vielleicht können wir hier auch mal das Gleiche machen. Auch katholisch, ja. Wen haben wir denn hier? Achso, matrilineal natürlich. Ja. Dann hört es schon wieder auf mit den Bündnissen. Wir haben hier zumindest einen wunderschönen 16-Jährigen. Großzügig, feige und fleißig. Großzügig, feige und fleißig hört sich doch gut an. Haus Aragon. Und er ist wunderschön. Baskischer Katholik. Ja, er ist kerngesund, feige, großzügig und gesellig. Er ist schon 17, okay. Wir nehmen mal Galindo. So. Bringt uns jetzt leider kein Bündnis, aber das habe ich mir beim Matrilineal ja auch nicht auch schon so gedacht. So. Wir werden jetzt unsere ganzen Truppen mal zurückziehen. Hierher vielleicht. Ja, obwohl, die sollen sich erstmal alle sammeln. Und dann können wir vielleicht da nochmal diese Geschichte drehen. So, Bündnis geschmiedet mit dem Perigord. Was bedeutet, wir müssten doch jetzt eigentlich Verbündete rufen können. Genau, und da wir ja auch angegriffen werden, kostet es kein Prestige, wenn wir ihn rufen. So, wir rufen auch ihn noch in den Krieg. Damit hat sich das Verhältnis oder dürfte sich das Verhältnis noch weiter verschieben. Im Moment ist es 7100 gegen 6000. Mal schauen, ob sich das dann nochmal verschiebt, wenn er in den Krieg mit reinkommt. Schauen wir uns das Ganze an. 7200 gegen 6200. Naja, so wirklich stark verschoben hat sich es nicht. Wahrscheinlich ist er selber gerade im Krieg. Natürlich werde ich mich diesem Krieg anschließen. Ach so, er war noch gar nicht dabei. Es war jemand anders, der dazugekommen ist. Jetzt 8600 gegen 6200. Jetzt schaut das Ganze doch schon ganz interessant aus. Wahrscheinlich hatten wir das vorher schon gemacht mit dem Bündnis. So, die kommen hier jetzt bedrohlich nahe in unser Land rein. Ich würde die ganz gerne so ein bisschen austricksen. Vielleicht können wir hier bei Volhynien auch ein bisschen was erobern. Pass mal auf, wo ist denn unsere Eroberungsarmee? Das ist die hier. Der können wir jetzt im Moment uns noch nicht bewegen, weil die noch auf der Flucht ist durch den verlorenen Kampf. Ja, und die sind auch unterversorgt. Da müssen wir aufpassen. Die sollten sich jetzt erstmal wieder ein bisschen Versorgung sichern. Die sind auch unterversorgt. Das heißt, ihr geht mal dorthin. Die haben keinen Anführer. Aber ja, doch, die sollten einen kriegen. Dann nehmen wir ihn. Hallo? Geht nicht. Achso, weil die gerade auf der Flucht sind. Was ist hier los? Nicht vom Erzbischof gebilligt. Das wissen wir doch schon alles.
So, die gehen dorthin. Okay. Dann diese Armee braucht einen Anführer. Und die sollen sich dann dorthin bewegen. Und die sollen sich tatsächlich dorthin bewegen. Obwohl, die müssen sich auch erst ein bisschen sammeln. Dann vielleicht dorthin. Und die Söldner, die haben noch ganz gute Versorgung, aber die sollen doch ziemlich dorthin gehen. Radom wird belagert. Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wo sind unsere Verbündeten? Wo sind unsere Verbündeten? Okay. Wird sich in 7 Tagen auf gut versorgt verbessern. Das ist doch schon mal gut. Raue Winterhärte. Okay, wir haben Winter. Stimmt, wir haben Februar. Die hier sind jetzt wieder besser versorgt. Das ist gut. 61. Und schauen, warten wir auf den Monatswechsel, wie sich das dann ändert. Wir haben nur minus 6,6 und es wäre sogar auch besser, wenn unser Bischof uns mögen würde. Aber er mag uns absolut nicht. Also ganz viele Leute mögen uns übrigens nicht. Tja, minus 47. Wir haben, und er hat ein Druckmittel gegen uns tatsächlich, ja. Das ist natürlich ein bisschen bitter. So, wir sammeln uns hier und versuchen auch hier mal wieder die Truppen zu erhöhen. Ah, 81, sehr gut. Also ihr könnt hier mal erobern gehen. Und der Rest sollte sich vielleicht ganz in der Nähe dann aufhalten, damit wir, falls wir angegriffen werden, uns zusammenziehen können. Genau, wenn die jetzt unser Gebiet erobern wir einfach den ihr Gebiet. Es wäre natürlich sehr viel effektiver, wenn wir uns zusammenschließen würden mit unseren Verbündeten. Wo sind denn unsere Verbündeten hier aus dem Périgord? Die sind, glaube ich, selber gerade in einem Krieg, ne? Nee, sind sie nicht. Okay. Und hier wird belagert, aber ich glaube, das ist irgendwas anderes. Sind die gerade in einem Krieg? Ja, gegen Herzog Arnaud von Hochburg, Krieg gegen die Tyrannei. Okay, hat aber mit uns nichts zu tun. Kaiser Thierry von Italien hat den Unabhängigkeitskrieg gegen Lothringen verloren. So, ich bin in Ungarn angekommen und ich zu Huldigen, glorreicher König. Sehr gut, Gräfin. 50 Goldmünzen bekommen wir dadurch. Und 150 Prestige. Und Hofpracht, sehr gut. So, das heißt, Italien müsste sich verändert haben. Ja, Lothringen, das Königreich von Lothringen ist entstanden. Und das Kaiserreich von Italien ist dadurch kleiner geworden. Interessant. So, wir haben ein bisschen mehr Gold. Das kann uns im Krieg sicherlich nützen, aber es reicht nicht, um weitere Söldner anzuwerben. Hier sind insgesamt 4.500 Mann, die hier belagern. Wieder nicht beeinflusst. Was ist denn mit dem Mann los? Warum lässt er sich da so schlecht beeinflussen? Wir haben die Belagerung da oben verloren, leider, ja. Das war zu erwarten. Und diese Belagerung wird 6 Monate dauern. So, können wir den Sammelpunkt mal hierher setzen, bitte. Und hier dann vielleicht nochmal alle ausheben. Ich weiß nicht, wie viele da noch dazukommen, aber ein paar werden es schon sein. Tja, viele sind es offensichtlich nicht, aber ein paar Ritter sind es, okay. So, unsere Verbündeten kommen zu uns, das ist gut. Wir haben Getreideäcker gebaut in Zemplen. Das dürfte auch das Finanzielle ein bisschen verbessern. Und eine Fraktion wurde gegen uns geschaffen, eine Unabhängigkeitsfraktion von Graf Bernardo. Das ist ja direkt unglaublich. Pass mal auf, hier. Unabhängigkeitsfraktion da oben ist es. Im Moment nur ein Mitglied. Okay. Na gut. So, wir müssten dieses Ding hier zurückerobern. Das ist das Kriegsziel dieses Kriegs. Wenn wir das zurückerobern könnten, das wäre gut. Ich vermisse immer noch unsere Verbündeten. Ich sehe die auch nicht, dass sie irgendwie hier rüberkommen würden. Hier, das Périgord. Naja. So, wir erobern hier 3 Monate noch.
Die sind inzwischen wieder gut versorgt. Ja, ihr könnt euch anschließen. Denen hier. Ja. Die sind alle gut versorgt. Ihr seid auch, ihr seid sogar mehr als gut versorgt. Sehr gut. Es würde mich entzücken, wenn so ein Rabe von euch meinen Hof in Xanath besuchen könnte, um seine Gleichgestellten zu treffen. Nein, das haben wir letztes Mal schon geklärt. Das muss ich leider ablehnen. Habe am Freitag zum Ausstieg zu Elden Ring mit dem Spiel A Plague Tale Innocence angefangen und muss sagen, eines der schönsten Spiele, das ich jemals gespielt habe. Und damit meine ich nicht nur die Grafik. Wenn du mal die Gelegenheit hast, schau da mal rein. Das Spiel erzählt wirklich eine schöne Geschichte. Xag, ich habe das Spiel schon gespielt. Ich habe das Spiel schon gespielt vor ungefähr einem Jahr auf der PlayStation. Sehr schönes Spiel, absolut. Und da kommt auch ein Nachfolger. A Plague Tale, weiß ich nicht mehr. Irgendwas. Auf jeden Fall kommt ein Nachfolger raus. Absolut zu empfehlen, ja. Super Spiel. Wir können Kriege erklären, ja, das ist doch... ja. Wir müssten da mal hier hoch, weil die ziehen sich jetzt zurück. Die sind sowieso auch unterversorgt. Ich glaube, wir müssen als nächstes da mal nach oben ziehen. Sobald wir hier das hier erobert haben, 3 Monate dauert das noch, werden wir uns da mal nach oben verziehen. Währenddessen sammeln wir hier auch neue Truppen. Ja, weil die Truppen werden ja wieder aufgefüllt. Das kostet auch Geld. Deswegen haben wir so ein großes Minus hier oben. Das ist das Problem. Schaut mal. Kriegsziel gehalten, deswegen minus 40. Wenn wir das Kriegsziel erobern, dann dreht sich das Ganze wieder. So, das ist schön, die können wir zusammenfassen. Haben wir denn da die Möglichkeit? Ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte schauen, ob wir vielleicht einen anderen Befehlshaber haben. Hier, den 23er, das ist aber genauso gut. Also das ist kein Unterschied. Der ist Superman und hier haben wir den Plünderer mit 29. Ja, hier wäre es eigentlich besser, wenn wir einen anderen Befehlshaber einsetzen würden, nämlich einen Belagerer, den hier Graf Lüttemüssel setzen wir hier ein für diese Truppen. Da wird die Belagerung wesentlich schneller gehen. Noch 56 Tage wird diese Belagerung hier von Wolhin dauern. Oh, hier oben wurden unsere Verbündeten gestellt und geschlagen. Das ist genau das, was ich nicht haben will, dass unsere Verbündeten hier einzeln rausgenommen werden aus dem Kampf. Das waren, glaube ich, Savoyen, oder? Ja, das war das Perigot, die hier gestellt und einzeln aus dem Kampf rausgenommen sind. Genau das möchte ich vermeiden. Weil das ist es, was uns den Krieg kosten wird. Wir haben in unserem Osterstream neulich Detroit Become Human durchgespielt. Mit Elden Ring habe ich eine Lebensaufgabe angefangen, habe schon 45 Stunden gespielt und bin gerade mal im zweiten Gebiet. Tja. So, wir haben hier gewonnen und wir ziehen jetzt hier hoch. Wir sammeln uns und ziehen da hoch. Lublin wird belagert. Ja, nicht mehr lange, aber wir kommen jetzt gleich zum Entsatz. Und ich hoffe, dass wir diese Schlacht gewinnen, weil die auch alle stark unterversorgt sind. Und es wurden noch avarische orthodoxe Populisten gegen uns geschaffen. Na gut. So, ich hoffe, dass wir den Krieg jetzt drehen können. Das wäre gut. Da sind 1000 Mann, die können wir mal angreifen. Die werde ich angreifen, das ist Putzen. Vielleicht können wir sogar den König von Brutzen gefangen nehmen. Ne, das ist bloß ein Häuptlingstum. Den Oberhäuptling von Brutzen gefangen nehmen und dadurch den Krieg für uns entscheiden. So, 6000 Mann. Wenn wir hier hingehen, nützt uns das leider nichts. Dann werde ich mal hier hingehen. Ja, das ist gut. Da haben wir einen super guten 7-Tage-Schlacht. Bessere Armeeversorgung, bessere Armeebefehlshaber, weitere Befehlshaber-Eigenschaften, mehr Truppen, mehr Kriegsvolk. Super. Die anderen drehen das natürlich um, weil sie auch in den Kampf rein wollen. Aber trotzdem, im Moment schaut es so aus, als würden wir den Kampf immer noch beherrschen. Wow. Okay, hier kommen noch unsere Verbündeten dazu.
Schau, ob die anderen Truppen noch rechtzeitig kommen. Nein, sie kommen nicht rechtzeitig. Wir haben noch einen Kombattanten gefangen genommen. Sehr schön. Diese Schlacht hat diese Armee vernichtet, die Armee von Prutzen, und wir haben nur 69 Mann verloren. Das ist ja fantastisch. Und jetzt kommen hier noch mehr rein, die sind auch alle unterversorgt. Ich hoffe, dass wir die jetzt auch gut schlagen können. Ja, super. Aus dem Kampf haben wir geschlagen, der nächste kommt. Die kommen jetzt hier Stück für Stück mit rein. Wir haben jetzt 10.000 Mann gegen 2.376. Hervorragend. So, und jetzt wird es gleich darum gehen, die Truppen hier gut aufzuteilen. Bekannte wurden gefangen genommen. Naja. So, die wurden komplett vernichtet und die wurden auch komplett vernichtet. Wahnsinn. Okay, wir haben wirklich die kompletten Armeen dort vernichtet. Das ist ja der Hammer. So, unsere Belagerungsarmee muss auf jeden Fall nach Gost hin und das Kriegsziel wieder befreien. Dann, du gehst hierher und belagerst Radom. Dann diese Truppe mit 1900 kann sich hier aufhalten. Und haben wir dann noch eine Truppe, die sich noch nicht bewegt? Die Söldner, oder? Und die Söldner gehen dorthin. Die Söldner sollen dahin gehen. So. Ich weiß nicht, ob sich jetzt alle bewegen. Ach, warte mal. Wir könnten ja mit den 1500 Mann... Ne, das sind nicht die. Den 1900 Mann. Ne, da machen wir schon Radom. Mit den 1500 Mann. Ne. Mit denen hier, ja. Die können ja auch hier hingehen und das erobern. Warum eigentlich nicht? Da haben wir zwar, sind wir zwar unterhalb der Versorgungsschwelle, aber wir erobern ja dafür. Aha, da sind wir nicht gut genug ausgerüstet. Na gut, dann gehen wir doch hierher. Weil es bringt auch nichts, da irgendwas zu belagern, was wir überhaupt nicht belagern können. Wichtig ist, dass wir das Kriegsziel jetzt wieder befreien. Das ist wichtig. Der Häuptling kann Geld bringen, 50. Das brauchen wir jetzt dringend, damit uns die Kriegskasse nicht ausgeht. Das ist doch gut. Da haben wir den Krieg doch nochmal ganz gut gedreht. Lösegeld 50. Es steht im Moment 11.000 Truppen gegen 2.000 Truppen. Und der Oberhäuptling von Schlesien ist tatsächlich sogar in Gefangenschaft bei mir. Ja. Der kann 100 Gold bringen. Den lasse ich doch mal frei. Der hier bringt nichts, aber wie ist der drauf? Ist das ein guter Kämpfer? Nein. Er wird tatsächlich nicht mal für ein Druckmittel. Okay, dann lassen wir ihn im Knast schmoren. Kurzen, würzigen Games, ja. Zu kurzen Games. Was ist denn das kürzeste Spiel, das du jemals gespielt hast, Xark? Oder allgemein an den Chat gefragt. Was ist das kürzeste Spiel, das ihr jemals gespielt habt? So, wir haben wieder Geld bekommen. Unser Erzbischof. 15 Monate wird er noch brauchen. Oh, minus 49. Das ist sogar schlechter geworden. Warum? Starke Verwandtschaft? Minus 10? Was bedeutet das? Diese Tradition erlaubt es einer Kultur, die Innovation rechteckiger Schildthronen in der Epoche Spätmittelalter freizuschalten. Meinung vom Lehnsherr minus 10. Hausmeinung plus 15. Achso, er hat eine starke Verwandtschaft. Ich verstehe. Er hat eine starke Verwandtschaft. So, wie lange dauert es, bis wir das Kriegsziel befreit haben? 6 Monate tatsächlich. Wahnsinn. Na gut, unsere Verbündeten können hier währenddessen ein bisschen für Trouble sorgen. Das gefällt mir ganz gut. Die sind auch mit im Krieg. Ne? Dann könnten wir eigentlich hier auch mal erobern. Versuchen. Die Nagikepo-Dynastie ist weithin bekannt. Sehr schön. Wir haben eine neue Prachtstufe erreicht. Wir sind achtbar. Ja, hier seht ihr, auf welcher Stelle wir dann sind. Das Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Unser Sohn. Unser Sohn will ja Mönch werden. Ja. Er ist inzwischen 13. Fleißig und großzügig. Großzügig und verschwenderisch, ja. Das, ob er da einen guten Mönch abgibt, bin ich mir unsicher.
könnte annehmen. Dafür brauchen wir aber 350 Frömmigkeit. Tja, wo sollen wir die herkriegen? Verlobte können heiraten. Galindo von Aragon und Prinzessin, ja, sollen ruhig heiraten. Das war noch ein guter Typ, oder? Ja, das war ein guter Typ. Fähiger Taktiker. Sollen sie heiraten? Und wir, ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht, haben wir nicht sogar ein Lehen, das wir abgeben wollen? Hatten wir nicht, ne? Aber wir werden vielleicht bald eins haben, das wir ihm geben können. Ja. Genau. Warte mal. Das war unsere Schwester hier, ne? Können wir den vielleicht an unseren Hof holen? Oder ist er vielleicht? Er ist an unserem Hof. Wir können ihm schon ein Lehen vergeben. Sehr gut. Dann werden wir beim nächsten Krieg, den wir führen, das Lehen an ihn vergeben. Wenn er immer noch an unserem Hof ist, natürlich. So, hier wird gerade schon erobert. Brothers gewesen sein. Auch ein schönes kleines Indie-Game. So um die 8 Stunden. Also wenn man von so Plattformen absieht, wo ich öfters sehr schnell den Durchgang nicht erfolgreich beendet habe, ja. Das stimmt. Bekanntes Ehrenmal. Je bekannter man das Dynastie wird, desto mehr Menschen sind auch mit dem glorreichen Signum der Nagikepu-Dynastie vertraut. Das Motto meiner Familie ist nun in den höchsten regionalen Adelskreisen anerkannt und sie zählt zu den herausragendsten kroatischen Blutlinien. So sollte es sein. Das Dynastiebanner wurde meisterlich. Sehr schön. Sehr gut. Achso, ja, wir werden ja auch überfallen. Aber nicht wir werden überfallen, oder? Werden wir überfallen? Ach, von diesen Räubern hier. Die haben 128 Beute dabei. Wie lange müssen denn die noch 6 Tage? Das heißt, die können die gleich stellen. Das ist doch schön. So, da haben wir die Belagerung gewonnen. Oh, es sind jetzt schon 4000 Mann geworden. Wo genau gehen die denn hin? Fluss, 18 Tage vor... Wo gehen denn die genau hin? Die gehen dorthin, aber wie gehen die da? Check ich nicht. Gehen die da oben rum? Ich bleib einfach mal stehen. Wir können ja hier mal die Söldner herbeiziehen. Das Kriegsziel haben wir hier in 23 Tagen erobert. 4000 Mann, was ist denn hier los? Bewegung gesperrt. Fluss in 10 Tagen. Also sie gehen zu, ach, sie gehen auf den Fluss. Und sie fahren auf dem Fluss dann nach Hause wahrscheinlich. Der Häuptling von Kurland. Okay, verstehe. Ja, sie fahren auf dem Fluss weiter. Sie wollen uns und unsere Truppen umgehen. So, wir haben das Kriegsziel wieder befreit. Sehr gut. Das Besitztum von Berek hat für 10 Jahre günstige Abmachung. Gebäudebaukosten minus 10%. Berek, das schaue ich mir doch gleich mal an. Wir haben 120 Gold. Vielleicht können wir da was machen. Berek, hier. Berek. Berek hat Getreideäcker. Vielleicht können wir die upgraden. Für 110. Ja, das mache ich. Dadurch bekommen wir mehr Steuereinnahmen. Das lohnt sich doch. Dafür haben wir jetzt zwar kein Geld mehr, aber der Krieg sollte ja auch gleich vorbei sein. Hier erobern wir gerade und mit dem hier können wir eigentlich die hier erobern. Oder die hier. Ja, Block. Erobern wir Block. Und die hier können vielleicht dorthin. Ja. So. Dann erobern wir hier ein bisschen. Das sollte den Kriegs... Punktestand noch weiter nach oben treiben. Auch hier durch das Kriegsziel gehalten wird es weiter nach oben gehen. Ja, sehr gut. Und die sind hier auch gerade fleißig schon. 4 Monate noch. Da kommen 1400 Mann an. Die schlesische Armee. Jetzt sollten wir die doch lieber besiegen. Das wäre doch gar nicht schlechte Idee. Bevor wir hier weiter erobern. Versuchen wir die mal zu besiegen. Die Schlesier. 1600 Mann sind's. Die hauen jetzt ab. Das gefällt mir gar nicht. Ach, die versuchen hier unten die Räuber zu stellen. Ja, sollen sie ruhig mal gegen die Räuber kämpfen. Da sind sie geschwächt. Und danach kämpfen wir gegen sie. Wir sind nur leider gleich verschuldet. Wenn wir verschuldet sind, bedeutet das, dass wir keine... Oh, wir haben keine Gefangenen mehr. Ja, wenn wir verschuldet sind, bedeutet das, dass wir schlechter kämpfen. Automatisch. Was nicht gut ist. Ah, die umgehen die Räuber. Ich sehe schon. Hm.
Ah, jetzt greifen sie doch die Räuber an. Nee, jetzt doch wieder nicht. Ja, was jetzt? Freunde. Jetzt gehen sie hier nach Großmähren. Und jetzt gehen sie nach Zarnoff. Ja, jetzt sind wir verschuldet, leider. Wir sind verschuldet, tatsächlich. Ja, das ist so. So, haben die hier vielleicht die Aufgabe, uns wegzulocken, oder wie? Slavko wird erwachsen, sehr schön. Ein undurchschaubarer Intrigenspinner ist er geworden. Haben wir ihn inzwischen verheiratet? Ich glaube, ja, ne? Ja, verlobt. Mit Ermentrude Taillefer. Das war die Baskierin. Sie ist zufrieden, tapfer und ehrlich. Was für eine schöne und gutmütige und reizende Frau. Wunderbar, das ist so eine schöne Ehe. Mögen sie viele Kinder bekommen. Ah, hier kommt es zur Schlacht. Sehr schön. Der ist nur ein 6er Befehlshaber bei den Schlesiern. Das sollten wir doch hinbekommen. Ist auch ein Häuptling. Kein Herzog. Also ein Oberhäuptling. Nee, nur ein ganz normaler Häuptling nur. Tatsächlich? Nee, Oberhäuptling müsste doch eigentlich sein, oder? Ein Verwaltungsvorzug ist freigeschaltet. Da werden wir uns gleich drum kümmern, wenn diese Schlacht vorbei ist. Ah, sehr gut. Wir haben hier auch erobert. Die Schlacht konnten wir für uns entscheiden. Dann können wir wieder nach oben marschieren. Da haben wir gleich fertig belagert. Sehr gut. Haben wir das nicht erobert? Hm. Plus 69% für die Schlachten. Plus 6% fürs Kriegsziel. Aber 0% durch besetzte Besitztümer. 11 Tage hier noch. Na gut, schauen wir mal. Die Schlacht war natürlich wieder hervorragend. Die ziehen sich zurück. Hier dauert es noch 23 Tage. Ah, hier oben. Die Belagerung in Plock haben wir gewonnen. Dadurch sind wir bei 87%. Wir sind jetzt aber schlecht versorgt. Ja, die Versorgungsschwelle ist hier überall schlecht. Ja, wir sind bei 21. Das heißt, wir ziehen uns mal kurz zurück und lassen uns erstmal wieder richtig versorgen. Also eine schlecht versorgte Armee, das ist doch wirklich ein Problem. So, Verwaltungsvorzug. Heeregeld, Vasallensteuerbetrag plus 10%. Kriegsgewinnler, monatliche Einnahmen im Krieg plus 10%. Oder es ist meine Domäne, kann die Entscheidung Untertanenerpressung nutzen. Eine Entscheidung ist eine besondere Aktion. Ja, aber was ist Untertanenerpressung? Bei dieser Entscheidung bekommt man verschiedene Gelegenheiten angeboten, um zusätzliches Gold von Untertanen zu verlangen, was jedoch immer einen Preis hat. Ja, als sadistischer Herrscher ist das natürlich schon gut, aber wir nehmen mal Kriegsgewinnler. Weil wir doch in der nahen Zukunft viel Krieg führen müssen, das wissen wir ja. So, dann sollte sich unsere monatlichen Einnahmen ja von minus 9 auf minus 7 verbessert haben, das ist gut. Ja, wir müssen den Krieg echt... Majoran kehrt zurück. Zvonimir Salutovic hat sich eurem Hof angeschlossen. Der Majoran kehrt zurück. Wer ist denn Majoran? Experte für unwegsames Gelände auf jeden Fall. Ja, ganz komische Geschichte hier. Der Majoran kehrt zurück. Die Belagerung gewonnen. Sehr schön. Das bringt uns auch ein bisschen Kriegsstand. Ja. Dann gehen wir mal hierher. Obwohl, eigentlich sollten wir uns erstmal auch wieder die Schlacht von Lodge. Wir gehen zur Schlacht von Lodge. Wir treten in die Schlacht von Lodge ein. Mir ist bald wieder gut versorgt. Also die Schlacht von Lodge läuft eigentlich ganz gut. Da brauchen wir uns gar nicht einmischen. Können wir uns auch gar nicht einmischen, offensichtlich. Dann, verdammt. Wir müssen hier ein Gebiet finden, wo wir uns aufhalten können. Hier. Okay, dann gehen wir mal dorthin. Die verlieren, dann geht ihr mal hierher und versucht das zu erobern. Die Schlesier kommen hier nach oben. Okay. So,
So, die sind bald wieder gut versorgt in 46 Tagen. Das hört sich schon mal gut an. Wir sind bei 90% Kriegsstand. Das haben wir doch ganz gut gedreht, oder? Sehr gut. Wie lange dauert es denn noch, bis unser... Sp Der hat irgendwie keinen Hut mehr auf. Der hatte vorher einen Hut auf. Das ist aber minus 50%. 5 Monate noch. Wir brauchen eigentlich dringend Geld, um diesen Anspruch dann zu bezahlen. Die Schlesier kommen und möchten uns stellen. Oh, hier tobt noch mal eine Schlacht. Habe ich schon auch gut aus. Sehr gut. Häuptlingstum von Tscherzog. Die Schlesier. Die wollen wahrscheinlich hier runter nach unserer Hauptstadt. Verbündete des Feindes tritt bei. Ja, weil es hier einen Thronwechsel gab, aber das ist jetzt für uns gar nicht so relevant. So, die sind wieder besser versorgt, das heißt, ihr könnt hier mal erobern. Wir haben die Schlacht geschlagen, wir sind bei 93%, sehr schön. Und ihr könnt eigentlich hier mal in die Schlacht mit rein gehen. Besitzer hat leichte Schulden, ja, das sind wir. Ha. Tja, ja. Die erobern hier ziemlich schnell, ne? 5 Monate nur. Und die hier brauchen 4 Monate. Sehr gut. 94% sind wir. Die verfolgen die. Bleib doch mal stehen, damit es zur Schlacht kommt, damit wir in die Schlacht mit reinkommen. Und wieder diese 431 Mann. Aber ich glaube, das sind einfach nur irgendwelche Räuber, die sich hier mit in den Kampf einmischen. Ganz sinnloserweise. Naja. Die verfolgen hier tatsächlich. Wahnsinn. So, was ist jetzt los? Wir werden überfallen? Nein. Nee, nee, nee. Der Vertrag der Söldnerkompanie läuft in 6 Monaten ab. Ja, das ist ein Problem. Die werden wir dann verlieren. Es geht nicht anders. Weil wir haben nicht die Mittel, um die Söldner noch einmal auf unsere Seite zu holen. Das wird nicht funktionieren. So, wir sind immer noch gut versorgt. Aber die auch, ne? Oh, die sind auf 100 sogar. Ja, ich glaube, bis wir die gestellt haben, ist der Krieg schon vorbei. Wir sind bei 97%. Und da oben sind wir in 28 Tagen fertig. Ja, das wird nichts mehr bringen. Aufgabe erledigt, der Erzbischof. Ja, das ist das Problem. Weil wir uns im Moment kein Geld haben, ne? Ja, geht nicht. Er macht es nochmal. 3 Jahre wird das dauern. Das war jetzt ein unglücklicher Zeitpunkt. So, jetzt gehen die dahin. Jetzt können wir sie doch nochmal stellen. Na, mal schauen, ob diese Schlacht, wie diese Schlacht verlaufen wird. Mit den Schlesiern. Ach, das ist wieder dieser schlechte Befehlshaber. 99%. Und das haben wir schon 100%, weil wir die Belagerung gewonnen haben. Sehr schön. Andere Belagerung läuft noch 34 Tage. Okay. So, die Schlacht läuft hier aber noch. Die Schlacht von Vesely. Unser Leibwächter ist gestorben. Eieieiei. Ritter Matthei hat irgendjemanden erschlagen. Ja, das ist nicht schön. Unser Leibwächter wurde tatsächlich erschlagen. Dann schauen wir, ob wir einen neuen Leibwächter finden. Dass wir da jetzt nochmal so eine verlustreiche Schlacht führen müssen, obwohl wir schon gewonnen haben, ist eigentlich traurig. Aber so ist es halt. Ja, Matej Draskowski wurde im Alter von 38 erschlagen. Schade, tragisch. So, wie lange dauert das noch? 8 Tage. Das werde ich noch abwarten, weil wir dort vielleicht noch Gold bekommen. Ein Weiler wurde gebaut. Sehr schön. So, wir bekommen leider kein Gold, aber wir haben nochmal eine Gefangene gemacht, die wir dann
zu Gold machen können. Sehr schön. Dann werden wir mal... wir bekommen den umkämpften Titel. Welchen Titel denn überhaupt? Die Grafschaft von Prutzen, die Grafschaft von Gostin, aber die gehört uns ja eh schon. Er bezahlt 58 Gold an uns, er setzt 150 Prestige an, die Verbündeten teilen sich 75 Prestige, wir bekommen 150 Prestige und unsere Verbündeten teilen sich 75 Prestige. Sehr schön. Damit haben wir zumindest ein bisschen Gold bekommen. Wir können alle Truppen auflösen. Die Söldnertruppe interessiert mich eigentlich nicht. Wir müssen stattdessen jetzt, also erstmal hier, der Häuptling kann Lösegeld bringen, das ist gut. Und die anderen Gefangenen, das ist der Häuptling, der andere Gefangene, den können wir für ein schwaches Druckmittel entlassen. Das ist ein Neuner, das ist jetzt nicht so ein guter Kämpfer. Und wir können dann, warte mal, hier müsste es sein, ne? Druckmittel gegen den Ladislaus haben wir ein Druckmittel, ein unehrenhafter Atheist. Zahlungsfordern geht nicht, weil er nicht genug Geld hat. Verstehe. Und gegen unsere Kinder werden wir das nicht einsetzen. Wir werden ja nicht von unserer eigenen Dynastie Geld erpressen. Das ist ja irgendwie schändlich. So, wir haben hier ein Druckmittel erhalten. Okay. Und gegen ihn? Ja, Zahlungsforderungen. Sehr gut. 10 Gold. Dann sind wir bei minus 26 und plus 12. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Und wir sollten jetzt wirklich mal da was gegen den Erzbischof machen. Also für den Erzbischof. Wir sollten 150 Gold ansparen und dann ihm einfach mal ein Geschenk geben. Das ist ja kein Zustand. Auf eine Pilgerreise gehen. Haha, ja, würde ich ja gerne. Aber wir haben kein Geld. So, damit haben wir die Grafschaft behalten. Das ist sehr schön. Hier versuchen wir gerade den Anspruch auf das ganze Oberhäuptlingstum zu bekommen. Ne? Das wäre natürlich fantastisch. Hier, das komplette Oberhäuptlingstum Balaton. Da würde ich ganz gerne den Anspruch generieren. Das wäre gut, wenn wir das hinbekommen würden. Die Republik von Venedig ist hier am Gange, das Königreich von Italien und dann haben wir noch das Kaiserreich von Italien. Zu dem aber nicht das Königreich von Italien gehört. Ja. Wie man es so kennt. So, wie schaut es denn aus mit unserem Leibwächter und allgemein mit unseren Rittern? Ja. Wir haben doch ganz ordentliche Ritter. Wir haben sogar hier einen Zwölfer, den wir nicht benutzen. Okay, also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und wie schaut es mit Leibwächter aus? Leibwächter, hier. Petanko, durchschnittlich gut. Petanko ist ein Elfer. Er ist tapfer, fleißig und mitfühlend. Und er ist schlau. Das hört sich doch nach einem guten Leibwächter an. Den werden wir mal nehmen. Wird Geld kosten, ja, aber das lohnt sich. Sehr schön. Bulgarien ist auch gerade im Krieg, wie es ausschaut, ne? Minus 83% Befreiungskrieg von Herzog Barbat und plus 11% Religionskrieg um Herzogtum Dobrucha. Schauen wir uns das Ganze mal an. Aha, und da geht es um diesen Bereich hier. Aber da ist er verteidigend, ne? Genau, der König ist verteidigend. Und in dem anderen Krieg ist er auch verteidigend und da schaut es eher schlecht aus. Das ist ein Befreiungskrieg. Aha, weniger Kontrolle des Königs über seine Untertanen. Darum geht's hier. So, wir bekommen rasant Geld und das Geld möchte ich dann gerne gleich einsetzen, um unseren lieben Erzbischof mal auf unsere Seite zu ziehen. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist es schon bei minus 51. Wird immer schlechter. Jetzt haben wir ihn beeinflusst. Sehr gut. Jetzt ist er bei minus 26. Endlich haben wir es mal geschafft, ihn zu beeinflussen. So, wie schaut es aus mit der Kulturakzeptanz? Kroatische Kultur plus 1. Ja, das ist gut, aber wie schaut die bayerische Kulturakzeptanz inzwischen aus? Miroslav
Miroslav von Sopron ist gestorben. Das ist schlecht. Damit haben wir kein Bündnis mehr mit dem Herzog. Ich würde ganz gerne die bayerische Kultur hier mal mir angucken. Hier. Wir haben, wie viel haben wir? Wir haben plus 22%. Bei 40 können wir tatsächlich diese Mischkultur Bayro-Kroatisch erzeugen. Das wäre mir doch nochmal ein Anliegen. Dafür brauchen wir noch 55 Prestige, aber das kriegen wir leicht. Schaut mal, plus 7,5 im Monat. Das kriegen wir leicht. Wir werden diese zwei bayerischen Innovationen entdecken, Erbteilung und Kaserne. Die Kultur wird mit euch als Kulturoberhaupt erschaffen. Kroaten und Bayern, Akzeptanz wird bei 100% liegen. Meine enge Verwandtschaft wird konvertieren. 11 und 20 Vasallen werden wechseln. Das ist doch schön. Okay, wer wird nicht wechseln? Der Bürgermeister, der Graf Petter wird nicht wechseln. Die Gräfin Blagika von Wien. Der Graf Kuno von Brixen. Gräfin Tatjana von Sandomir. Fürstbischof Timo, ja, den kennen wir schon. Gräfin Mathilde Bahn Mirjana von Transkarpatien wird nicht wechseln. Und die Gräfin Beatrix von Passberg. Na gut, sollen sie mal nicht wechseln, aber ich finde das eigentlich eine ganz coole Idee und das werden wir verfolgen. Vor allem, weil er ja auch eigenwillig ist und eigenwillig, finde ich, passt sehr gut dazu, eine eigene Kultur zu erschaffen. Oder wie seht ihr das? Also ich finde, die Eigenschaft eigenwillig, das passt perfekt zu einer eigenen Kultur erschaffen. So, wie schaut es denn eigentlich hier mit Moldawien aus? Moldawien gehört auch zu diesem Kaiserreich. Ja, können wir denn Moldawien mal einen Krieg erklären? Können wir tatsächlich sogar. Könnten hier um dieses Herzogtum kämpfen. Da können aber alle kusaritischen Herrscher mit reingehen in diesen Kampf. Kusaritisch ist das Blaue hier. Das ist doch gar nicht so wenig, aber auch nicht so viel. Das sind eher so kleinere Länder hier. Na wohl, so klein sind die gar nicht. Mordwinien, Lividia, aber die werden, glaube ich, nicht mit reingehen. Ja, das wäre doch gar keine so schlechte Geschichte. Perspektivisch können wir damit uns mal auseinandersetzen, Moldawien den Krieg zu erklären. Die haben ein Bündnis mit dem Häuptling, aber das macht mir keine Angst. Der Häuptling ist ein kleiner Fisch. Beeinflussung und Komplimente. Mein Erzbischof Laird Ken soll empfänglich für meine Versuche werden, mich ihm anzunähern. Hierzu kann ich meinen nächsten Sendschreiben an seinen Hof ein Kompliment beifügen. Ich werde darauf achten, seine klare Rationalität zu loben, oder ich halte den Brief kurz und professionell. Klare Rationalität als erkenntnisreicher Denker, doch, das passt. Das werden wir probieren. Sehr gegrüßt, mein imposanter Lehnsherr. Ich bin irgendwo angekommen, um euch zu huldigen. Ah, Graf Siegmund von Alpsee möchte uns huldigen. Ja, auf jeden Fall. Bitteschön. Wir bekommen 3 Hofbracht und 75 Prestige. Und die Nagikepu-Dynastie bekommt Bekanntheit. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. 53 Gold haben wir inzwischen. Und am Königshof ist irgendwas los. Mörder und Priesterlöcher. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ein blasses Individuum, das aussieht, als hätte es sein gesamtes Leben im Untergrund verbracht, lauert in der Ecke meines Thronsaals. Ich habe gehört, ihr möchtet einen Geheimgang bauen lassen. Ich kann jeden noch so verrückten Wunsch erfüllen, den euer finsteres Herz für diesen Gang hegt. Sagt diese Frau hier, Adriana. Eine Folterer. Ein Folterer. Sie ist auch sadistisch und zornig. Eine interessante Frau. Die interessiert uns. Ich betrete und verlasse Zimmer nur durch die Vordertür. Wir bekommen Prestige und versetzen Hofpracht ein. Eine Reihe von Gucklöchern an Orten, an denen sich meine Höflinge versammeln, bitte. 110 Gold müssen wir einsetzen. Wir bekommen Wandspione. Komplottaufdeckungschance plus 5%. Ich bin ein einfacher Mann, ein verborgener Fluchtweg reicht mir. 110 Gold und geheimer Fluchtweg. Gegnerische feindliche Komplottchance minus 15%. Oder ein versteckter Folterraum, in dem ich mit allem davonkommen kann. Wir verlieren 48 Anspannung, erhalten 20 Schrecken und erhalten 10 Hofpracht. Ja, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht schon wieder Geld ausgeben, eigentlich, ne? Wir sparen ja gerade Geld. Die Frage ist auch, ob wir Angst vor unseren Untertanen haben. Ich glaube nicht. Wir betreten das durch die Vordertür. So. Wir sind ein geradliniger Mensch und nicht so ein Hinterrückstyp. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nicht unsere Vasallen ausspionieren oder sowas. Was haben wir denn hier? Hof halten. Wir können Hof halten. Das machen wir. Wir können Hof halten. 100 Prestige kostet das. 3 Bittsteller kommen. Der Mann, der sich meinem Thron nähert, ist eindeutig gemeiner. Mein Fürst beginnt, der ich vertrete die örtlichen Gemeinden von Unqua. In den letzten Monaten sind mehrere Leichen auf unseren Friedhofen verschwunden. Ja, das hatten wir schon mal. Der Hofarzt, Pernett, wurde auf frischer Tat ertappt. Frische, lebende Körper sind
die besseren Versuchsgegenstände. Er kerkert ihn selber ein, der sich beschwert. Wir bekommen Schrecken, müssen Hofbrat einsetzen, bekommen Ränkespielerfahrung und Bildungserfahrung. Das ist aber nicht so unser Typ, ne? Nicht so unsere Art. Das Studium des menschlichen Körpers ist eine traurige Notwendigkeit. Wir bekommen ermutigte Grabräuberei. Oder Wachen nimmt die Grabräuberin fest, per Nett. Verliert Meinung und es kostet uns 200 Prestige. Wir bekommen 20 Ansprüche, weil wir sadistisch sind, ja. Tatsächlich, per Nett macht da einen Schnitt. Sie verliert Meinung und wir bekommen sichere Friedhöfe. Also sie soll sozusagen aufhören damit. Die Volksmeinung steigt. Mögen wir denn die Pernett überhaupt? Schauen wir uns doch mal sie selber an. Sie ist gebrechlich und wahnsinnig und eine Nonne. Ein Jungarzt. Warum ist sie überhaupt unser Hofarzt? Ich habe sie nicht eingestellt. Sie ist gerecht, zufrieden, aber auch eine Sadistin. Ja gut, sie ist 56 Jahre alt. Ja, wir sind sadistisch, aber trotzdem sind wir ja nicht dumm. Und einfach irgendjemanden einzukerkern, ich finde, das passt nicht zu uns. Und sie einzukerkern passt aber auch nicht. Ja, deswegen kriegen wir ja auch Anspannung. Entweder ist eine traurige Notwendigkeit oder sie soll aufhören. Was soll man nehmen? Ich glaub, wir sehen das tatsächlich so, es ist eine traurige Notwendigkeit. So, was passiert? Wir wissen es noch nicht. So, der zweite Bittsteller. Es gibt einen Neuankömmling an meinem Hof, einen gewissen Zvonimir, einen Gesandten, den mein Cousin König Russa von Großmärensch geschickt hat. König Bojan, meinem Lehnsherrn kam zu Ohren, dass sie eine Person von besonderem Interesse beherbergt. Ladika hat einen legitimen Anspruch auf die Grafschaft von Poschek. König Russla verlangt höflichst die Rückgabe dieses abtrünnigen Untertanen. Ladika, wer ist denn Ladika? Sie ist auch gebrechlich. Sie ist mit unserem Ratsmarschall verheiratet, tatsächlich. Ich schicke es zu mir aus dem Saal, während mein Rat sich mit dieser Forderung auseinandersetzt. Was sollen wir tun? Händigt Ladika aus? Da bekommt Zvonimir Meinung von uns und Ladika verliert Meinung von uns. Und wir kommen einer Rivalität mit ihr näher. Und sie verlässt unseren Hof. Lass nicht zu, dass Zvonimir Ladika mitnimmt. Wer ist denn Zvonimir eigentlich? Das ist halt der Typ hier, ne? Dann verliert er Meinung von uns, aber ich meine, er interessiert uns ja gar nicht. Er ist ein Abenteurer, ein Gast von uns. Ist zwar ein ganz cooler Typ, ja, aber irgendwie interessiert er uns nicht wirklich. Oder verkleidet Isabeau als Ladika und schickt sie stattdessen. Wer ist denn Isabeau? Nein, jetzt haben wir das genommen. Verdammt! Das wollte ich doch gar nicht. Sie war ein Höfling von uns und jetzt haben wir sie mitgeschickt. Ach du meine Güte. Ich wollte nur gucken, wer Isabeau ist. Naja, gut. Wir haben Ränkespielerfahrung bekommen oder irgendwas. Kurze Frage, hast du einen Filter aktiviert bei deinem Mikro? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Die Spannung ist zum Schneiden, als sich mir mein Vasall Graf Kaspar nähert. Mein Fürst, ich komme mit ernsten Neuigkeiten, aber auch mit einer Lösung für dieses Ärgernis. Es wird zunehmend klar, dass die Karantanier und die Kroaten einander immer ähnlicher werden, vielleicht sogar zu ähnlich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir ihnen zeigen, dass wir die Kroaten es sind, die an der Speerspitze der Innovation stehen. Lass ein Fest ausrichten, um unsere reiche kroatische Kultur zu feiern. Das hört sich doch gut an. Arrangiert ein Spektakel, um unsere große Errungenschaft zu zeigen. Oder wir sollten unsere Überlegenheit über andere Kulturen nicht zum Ausdruck bringen. Kulturakzeptanz der Kroaten und der Karantaner verringern sich, aber die interessieren uns eh nicht. Jeder karantanische Vasall verliert Meinung von uns. Ja, das können wir uns nicht leisten. Wir sollten unsere Überlegenheit nicht zum Ausdruck bringen, nehme ich mal, weil wir wissen ja, dass die karantanische Kultur, dass es Probleme gibt, wenn unsere Vasallen uns nicht mögen. Deswegen nehmen wir das mal. Auch wenn er uns dann nicht mag. So. Wunderbar, Dankeschön. Das war Hofhalten. Hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Weil wenn du im OBS den Filter der Rauschunterdrückung aktivierst, ist das Lüftergeräusch ganz verschwunden. Allerdings höre ich das heute das erste Mal. Ja, wahrscheinlich ist der Lüfter auch heute ein bisschen laut. Aber es wird sich eh bald verändern, weil ich bekomme einen neuen Computer. Ja, der sollte bald kommen. Deswegen wird sich das, glaube ich, eh bald erledigen.
seid ihr Grüß, Cousin. Ich vermute, ihr hieltet euch für grässlich schlau, Isabeau als Ladika zu verkleiden. Nein, ich habe mich nur verklickt, mein Gott. Und auf das Unwissen meines Gesandten zu vertrauen, damit der Schwindel nicht auffliegt. Ich hoffe doch allerdings, dass euch Isabeau nicht so sehr am Herzen lag. Es ist in unserem Reich ein Verbrechen, sich als ein Adliger auszugeben, der man nicht ist, und deshalb wurde sie hingerichtet. Wir beide sind nun Feinde. Möget ihr zur Hölle fahren. Na toll. Super, jetzt haben wir uns einen Feind gemacht, nur weil ich mich verklickt habe. Er ist auch ein Dynastiemörder. Russlaff hat die Sünde begangen, ein Mitglied der Dynastie zu töten. Ja. Isabeau war von niedriger Geburt. Ja, okay. Er ist ein Dynastiemörder. Könnten wir ihm den Krieg erklären? Können wir ihm den Krieg erklären? Ich schau mal. Weil das wäre natürlich schon ein cooler Krieg hier um das Königreich. Warum kann ich das jetzt nicht nehmen? Ihr kommt einer Freundschaft mit Ladika näher. Ihr kommt einer Rivalität mit König Soslav näher. Er verliert 50 Meinung von uns. Isabeau wird getötet. Ladika gewinnt 30 Meinung von uns. Hallo? Ich kann das aber jetzt nicht nehmen hier. Vielleicht jetzt. Immer noch nicht. Ja, verdammt. Jetzt geht's. Aber nur mal als Tipp. Da gibt es dazu ganz interessante Videos bei YouTube. Lohnt sich echt, dass ich das mal mit ein paar Klicks ganz zu Wunder bewirken. Ja, danke schön. Danke schön für den Tipp. So, was wollte ich gucken? Genau, ich wollte gucken, ob wir ihm den Krieg erklären können. Er ist jetzt zwischen bei minus 100. Wir können ihm den Krieg erklären. Aber nur, weil wir irgendwelche Grafen haben, die irgendwelche Ansprüche haben. Die Grafschaft von Heves. Ja, das interessiert mich nicht. Ich möchte, wenn dann, auf das komplette Königreich einen Anspruch haben. Ich meine, das Königreich werden ja sowieso seine Kinder erben. Und die sind beide Nagikepus. Also von dem her passt uns das schon. Und er ist mit unserer Schwester verheiratet. Schade, dass wir ihm nicht irgendwie Anspruch erbitten. Papst Martinus II. Bitten euch einen Anspruch auf einen Titel im Ausdruck für Frömmigkeit zu gewähren. Ja, das wird nicht funktionieren, weil wir haben keine Frömmigkeit. 1150 Frömmigkeit brauchen wir dafür. Und er wird sowieso nicht annehmen. Ja, dachte ich mir schon. Ja, vielleicht wird er uns ja den Krieg auch erklären. Schade, ja. Unser letzter Briefwechsel war mir ein Quell der Freude. Sehr gut, er hat 10 Mana von uns bekommen. Sehr gut, das ist gut. Das ist hervorragend. So, hier Heves könnten wir bekommen, ne? Durch einen Krieg gegen ihn. Aber erst, ja, Graf Lovro oder Graf Branimir. Wo ist denn Graf Branimir? Der ist hier. Mögen uns die überhaupt? Eine Fraktion hat sich aufgelöst, die russischen slowenskanischen Populisten, sehr gut. Hier, Graf Branimir, der ist lüstern, geduldig und mitfühlend. Ja. Und Graf Lovro hat schon 2. Das ist eh schon mehr, als er braucht. Aber es ist ein Nagikepu. Wie geht es eigentlich unserem Sohn? Ist er immer noch die Schwindsucht? Oh, er hat immer noch die Schwindsucht. Er ist inzwischen 20. Er ist auch reuevoll. Warum? Was ist denn passiert? Jetzt wird er nicht mehr annehmen. Warum denn nicht mehr? Weil er in der Nachfolgelinie ist. Und weil er ehrgeizig ist. Oh, er ist ehrgeizig geworden. Okay, dann ist es doch kein Kandidat für einen Mönch. Weil, also das passt jetzt wirklich gar nicht mehr. Er ist großzügig und ehrgeizig. Das passt nicht. Okay. Dann müssen wir ihn tatsächlich zum Grafen und eventuell zum Herzog machen. Gut, dafür müssen wir aber wiederum Kriege führen. Tja. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich erstmal hier unseren Häuptling auf unsere Seite ziehen. 2 Jahre verbleiben noch, damit er das hier macht. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall Geld. Da sollten wir 100 auf der hohen Kante haben. Und wir müssen ihn auf unsere Seite ziehen. 23 Monate dauert es noch und 48% Chance haben wir hier. Eine Fraktion hat sich gegen uns geschaffen, nämlich eine Freiheitsfraktion, angeführt von Graf Kuno von Brixen. Wo ist die Freiheitsfraktion? Hier, ein Mitglied. Und auch die Unabhängigkeitsfraktion hat nur... Ne, die hat inzwischen 2 Mitglieder. Graf Vincenti von Sukeva und Graf Bernardo.
Na gut. Zwonny hat einen Anspruch auf Herzogtum von Slavonien. Aha. Das ist natürlich interessant. Wenn wir Slavonien in unser Reich holen, aber ich glaube, das bringt nichts. Vor allem, wir haben eh einen Anspruch auf Slavonien. Deswegen bringt das nicht wirklich was. Wir haben hier einen Anspruch aufs Herzogtum. Oder wir hatten zumindest mal einen. Ich glaube, wir haben inzwischen keinen mehr. Ach so, das ist immer noch er hier. Ja, ja, stimmt. Ich wollte aber eigentlich... Ich wollte eigentlich die Gräfin selber... Ach, das geht nicht. Man kann nur dem König... Ja klar, ich kann nur dem König Krieg erklären. Logisch. Geht ja sonst nicht. Dann ist Moldawien vielleicht doch das bessere Ziel. Verlobte können heiraten, die beiden. Ja, passt. Ist ein perfektes Paar, würde ich sagen. Niedrige Gemeindekontrolle in Hohenau. Da sind wir gerade am Arbeiten. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar unseren Gast. Ja, das ist klar. Ich weiß auch schon, wer das ist. Das ist die Großherzogin hier hinten, weil sie möchte natürlich unterbinden, dass der einen Krieg provoziert. Das ist ja logisch. Das ist sehr logisch. So, er braucht noch 14 Monate für die Gemeindekontrolle. Unser Sohn erholt sich. Er ist nicht mehr schwindsüchtig. Okay, interessant. Interessant. So, ich werde da mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Unser Nachbar verlor einen Krieg. König. Ach, der bulgarische. Ja, den Befreiungskrieg hat er verloren. Okay. Jetzt haben wir 112. Sehr schön. Vermächtnis in Versform. Mein Ratspitzel Graf Luitpold hat ein neues Werk verfasst und es ist bei Hofe das jüngste Tagesgespräch. Es behandelt Erinnerungen und die Frage, was von uns bleibt. Und Luitpold hat es öffentlich mir gewidmet. Wenn Erinnerung Gestalt annimmt. Kein Mensch muss den letzten Abschied scheuen, auch wenn es zerreißt die klagenden Getreuen. Nur selten gesteht sich ein Menschenkind, dass alle seine Hinterlassenschaften nur Unrat sind. Bislang habe ich meine Gedanken für mich behalten, doch das Gerede ist zu drängend geworden, als dass ich es noch ignorieren könnte. Ich bin mit meiner Gefühle in dieser Sache eher unsicher. Das Gedicht wird gelobt oder das Gedicht wird verspottet. Entweder gewinnt er Meinung von uns oder er verliert Meinung von uns. Oder Luitpold, ich sehe, dass es wahrlich vom Herzen kommt. Er bekommt Meinung von uns und wir bekommen Frömmigkeit. Ja. Aber ich würde sagen, ich meine, wir mögen ihn eh, aber wir sind ein zorniger Charakter, ja? Wir sind ein zorniger Charakter, also ich bin mir eher unsicher, was wir da jetzt genau machen. Und da bin ich gespannt, was das Schicksal auswählen wird. Eine Diplomatie-Herausforderung. Okay, wir haben ihn verspottet. Ja, wir sind halt einfach nur mal wütend. Wir haben 75 Prestige gewonnen und er mag uns weniger. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so war es halt nun mal. Können Slaven Lagikepo einen Vormund zuweisen? Das ist doch eine schöne Sache. Die Prinzessin. Sie ist 6 geworden. Sie hat sich den Ausbildungsschwerpunkt Verwaltung gewählt, weil sie nachdenklich ist. Da würfeln wir doch nochmal. Und zwar, ups. Das wird ein 1. Das ist ein 2 bis 10. Das ist 11 bis 19. Und das hier ist 20. Margarete hat einen Anspruch auf das Herzogtum von Thüringen. Die 5. Also Verwaltungsausbildung. Ich glaube, das hatte sie sogar selber gewählt, ja. Sehr gut, und jetzt können wir einen Vormund zuweisen und das machen wir natürlich selber. Das ist ja ganz klar. Ja. Weil wenn einer sich in Verwaltung auskennt, dann sind das ja wohl wir selber. So, die niedrige Haltbarkeit, das schauen wir uns vielleicht nochmal kurz an. Wo, der Dolch oder wie? Der Dolch hat eine niedrige Haltbarkeit. Ja, was bringt denn der nochmal? Der bringt Kampfgeschick plus 1 und pflanzliche Komplottchancen plus 3. 16 Jahre hält er noch. Ja, das ist ja noch gut. Wir können ihn für einen Dukaten als Ausstellungsstück neu schmieden oder 38 für die Reparatur einsetzen. Ja, dafür brauchen wir aber einen Zeugwart und da haben wir im Moment keinen. Wollten wir nicht noch einen Kettenpanzer eigentlich, um das unseren Söhnen zu schenken? Wir haben noch einen. Hier 1, 2,
Achso, ja, stimmt, aber den behalten wir natürlich. Ja, wir brauchen noch so einen Lamellenpanzer. Deswegen wird es mal Zeit, vielleicht doch mal einen Erzeugwart einzustellen. Prinzessin, die Prinzessin würde sich eignen. Also unsere Tochter oder ihr Mann. Sie ist schwanger. Ja, dann nehmen wir ihren Mann. Dann nehmen wir ihren Mann. Den Mann der Prinzessin, ja. Das ist doch schön. Großzügig, feige, fleißig und wunderschön. Ja, den nehmen wir. Sehr gut. Ein Artefakt in Auftrag geben, genau, möchte ich ganz gerne. Für 100. Ja. Und zwar eine Rüstung für unsere Söhne. Das verschenken wir dann zu Ehren des 16. Geburtstag unseres Sohnes. Der ist jetzt 15. Und er wird im 17. April 978, also in ungefähr einem dreiviertel Jahr, wird er 16 werden. Und zu seinem Geburtstag werden wir allen unseren Söhnen eine Rüstung schenken. So, ihr werdet es nicht bereuen, mich unterstützt zu haben, mein Fürst. Ah ja, genau, hier, mein begünstigter Adriane. Ich möchte einen geschmeidigen Kettenpanzer, einen verlässlichen Schuppenpanzer, einen robusten Lamellenpanzer. Ich glaube, einen verlässlichen Schuppenpanzer soll sie machen. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld eingesetzt dafür, aber das ist es mir doch wert. Unsere Söhne sind es uns wert. Damit die schöne Artefakte bekommen von uns. Ritter einladen, Anspruchsteller einladen. Okay, ein Hufeisen ist verfügbar. Was ist los? Ein verschmähter Höfling. Warum habt ihr Galindo, diesem Einfaltspinsel, einen Titel am Hof verliehen und nicht mir? Mein Höfling Majoran tobt vor Wut. Offenbar war er sich sicher, dass die Ehre ihm zuteil werden würde und niemandem sonst. Ach so, ja, weil er unser Schwager ist natürlich und du nicht. Er ist mit unserer Tochter verheiratet, du Pappnase. Jetzt mach aber mal halblang, wenn unser Rivale, ihr habt recht, ihr habt einen Hof verdient, er wird Großalmoisonier. Oder wenn ihr schon solche Scherze macht, sollte ich anfangen, euch dafür zu bezahlen. Er wird hofnarr. Ja, das ist doch schön. Das passt doch schön zu einem zornigen Charakter, der wir sind. Zornig und eigenwillig sind wir. Ja, das passt doch sehr schön. Er soll hofnarr werden. Und er wird unser Rivale. Ja, das passt doch wunderbar. Hier, Galindo ist der Erzeugwart und er ist der Hofnarr. Sehr schön. Wir haben Hofpracht Stufe 2 und Graf Hotten wechselt die Kultur zu Bayerisch. Schauen wir mal, ob das auch die Akzeptanz verändert. Hier wurde ein Krieg gewonnen. Okay, irgendwelche Barbaren schlagen sich da die Köpfe ein. Der Hofnarr. Sehr schön. Und unser Rivale. Who cares? So, dann schauen wir nochmal bayerisch, bayerisch, bayerisch. Wie weit sind wir inzwischen? Wir sind bei 23%. Okay. Wir brauchen noch 17%, damit wir die neue Kultur erzeugen können. Es wird noch 17 Jahre dauern, wenn nicht irgendein Event passiert. Was ist er denn? Er ist 59. Ich hoffe, er bleibt uns noch lange bewahrt, weil Verwaltung 26 ist natürlich schon sehr gut. Und das bringt natürlich das Ganze voran. Wie alt sind wir? Können wir noch 17 Jahre leben? Ja, wir sind erst 44. Das können wir hinbekommen. Das können wir hinbekommen. Ein Erbe wird Titel erben. Vierte der Erbfolge für den Titel Banat von Halitsch. Vierte der Erbfolge für den Titel die Tscherwenischen Städte. Warum? Was ist denn hier los? Was ist mit unserem Zvonimir Tomasic? Der wird erben. Ja, genau. Das ist Banat von Halitsch. Achso, wir selber sind dann Vierter in der Erbfolge. Ja, gut, aber das heißt ja nichts. Ihr werdet Titel erben. Ja, das ist doch Quatsch. So, wir können ein Bündnis aushandeln mit Herzog Miroslav II. Das passt sehr gut. Das Herzogtum von Raab war immer unser langjähriger Verbündeter. Sein Vater ist offensichtlich gestorben, stimmt. Und er selber ist zwei. Warum nicht ein Bündnis? Warum nicht auch ein Verlöbnis? Ach, er bedenkt einen Vorschlag von uns. Ja, warum nicht auch ein Verlöbnis unserer Tochter, wenn er hier zugestimmt hat? Hier. Nein. Ich würde ihn ganz gerne mit unserer Tochter verloben.
Herzog der von Raab. Hier, unsere Tochter, die ist doch noch nicht verlobt. Die ist 6. Ehepartner finden. Der andere ist 2. Vielleicht finden wir ihn so. Können wir auch irgendwo Raab eingeben? Nee. Da ist er doch. Ach, er ist unser Enkel. Die sind also aus derselben Dynastie und deswegen ist die Chance auf Kinder ist hoch, aber Kinder aus dieser Erbe werden das Dynastie von Herzog von Miroslav angehören. Sopron, ja. Sie sind verwandt und ihre Kinder könnten inzüchtig sein. Ja, aber nur entfernt verwandt. Würde ich sagen. Matrilinear macht er auch? Nein, macht er natürlich nicht. Nee. Also Matrilinear würde er nicht machen, aber ich finde das eine schöne Sache. Die haben wirklich sehr lange an unserer Seite gekämpft. Warum nicht? Ja, machen wir. Versuchen wir. Und wenn wir verwandt sind, dann wirklich sehr weitläufig, oder? Herzog Miroslav von... Ach so, nee. Doch nicht so weitläufig. Ich sehe es gerade. Unsere Tochter ist seine Mutter. Das heißt, er ist unser Enkel. Er ist unser Enkel. Wenn wir unseren Enkel mit unserer Tochter verheiraten, ja, das geht natürlich nicht. Wir müssen die... Das war jetzt ein Quatsch. Da hätte ich nochmal gucken müssen. Ich glaube, wir müssen das nochmal lösen. Ja. Wir müssen das leider nochmal lösen und das wird ihm natürlich nicht gefallen, aber... Ja, das geht nicht. 10 Jahre lang 30 Meinungen von uns und alle Verwandten auch und alle Verwandten von ihm auch. Ach du meine Güte. 30 Meinungen. Ach ja, gut. Aber dann machen wir das trotzdem und 10 Jahre lang hassen uns jetzt alle für diesen Fauxpas. Aber das passt zu uns. Wir sind eigenwillig und zornig. Und das passt zu uns, hier mal ganz kurz die Verlobung zu verkünden und sie dann sofort wieder zu brechen. Totaler Schwachsinn, aber so sind wir halt nun mal. So, was ist hier los? Prachtstufe. Inaktive Prachtstufe. Ja, wir sind immer noch nicht so ganz prächtig, ne? Ja, wir sollten mal die Mode hier erhöhen. Wir sollten bessere Mode hier einführen. Wir haben Hofannehmlichkeiten geändert, überholte Mode, genau. Und die Verpflegung sollten wir vielleicht auch mal hochschrauben. So. Es kostet uns zwar Geld, aber Geld haben wir im Moment und dann können wir doch ein bisschen nach oben schrauben, was die Pracht angeht, an unserem Hof. Sehr gut. Gut, da wird am Lamellenpanzer gearbeitet. Hier versuchen wir weiter unseren Bischof zu beeinflussen. Na, ich hoffe doch, dass wir den mal bald beeinflussen können. Es ist jetzt, dass unsere Söhne uns auch nicht mögen. Ach gut, schaut euch das mal an hier. Gottes Willen. Die Gräfin mag uns gar nicht. Verlöbnis gebrochen. Ja, hier ist zum Beispiel unser Bruder mag uns auch nicht mehr, unser Halbbruder. Der schaut inzwischen auch nicht mehr so frisch aus. Na gut, der ist auch schon 34. Ja, unsere Frau mochte uns ja auch nicht. Jetzt mag sie uns gar nicht mehr. Schaut mal, minus 59. Eieiei, wir sind echt ein bisschen spezieller König. Ich hätte ja fast gesagt, wir sind ein schlechter König. Aber so würden wir nie von uns selber denken. Wir sind einfach ein spezieller König. Und dafür, dass wir entstellt sind, können wir nichts. Wir haben ja immerhin für unser Vaterland gekämpft. Und deshalb sind wir entstellt. Aha. Kind meiner Dynastie, meine Halbschwester hat ein Kind zur Welt gebracht. Ja, die hier mit unserem Erzeugwart verheiratet ist. Zvonimir soll er heißen. Ja, von mir aus. Das freut mich doch. So, ein Artefakt verlangen. Den kaltherzigen König Bojan, ihr habt etwas, was rechtmäßig mir gehört. Drückt das sofort heraus. Moldawien. Moldawien möchte mit uns Krieg, tatsächlich. Mit Eigentümer des Artefakts Lamellenpanzer. Nein, den werden wir auf jeden Fall nicht rausgeben. Die werden uns eh nicht den Krieg erklären. Wenn, dann erklären wir ihnen den Krieg.
dieses kleine Ding, was dann noch übrig bleibt, wird sich wahrscheinlich dann Bulgarien schnappen. Oder Kiew, kann ich mir vorstellen. Unser Hof hat Prachtstufe 3, sehr schön. Benachbarte Herrscher verlor Krieg. Der Kaiser von Italien hat schon wieder einen Krieg verloren, nochmal einen Unabhängigkeitskrieg. Diesmal gegen den Herzog der Provence. Schauen wir uns gleich mal an. Ja, jetzt geh du mal weg. Herzog von Provence. Wo ist die Provence? Hier, oder? Nee. Wo hat sich die Provence gebildet? Ich sehe da unten. Nee, das ist nur ein Graf. Jetzt eigentlich ist die Provence hier irgendwo. Ah, da unten. Genau, da unten ist sie natürlich. Klar. So, Inspiration, jemand, den das zu beeindrucken gilt. In letzter Zeit haben meine Bemühungen zu beeindrucken zu nichts geführt. Meine Freundschaft zu Graf Reinhard steht noch immer auf wackeligen Füßen. Es ist ein Schlamassel. Tja. Doch ich habe einen brillanten Einfall. Meine begünstigte Adriana wird ihr Meisterwerk mit einer Widmung versehen. Der so Bedachte wird zutiefst von meiner Großzügigkeit und Freigebigkeit berührt sein. Und zwar so sehr, dass er mich einfach mögen muss. Für Reinhold. Wer ist denn Reinhold, bitteschön? Graf Reinhold von Worms. Ist ein guter Typ. Großzügig, mitfühlend, zufrieden. Ja, ist auch ein guter Kämpfer. Aber ist er unser Freund oder wie? Nee, das ist der Freund von ihm hier. Von uns ist er überhaupt kein Freund. Also, der interessiert mich nicht. Ich werde einen anderen Weg finden, ihn zu beeindrucken. Ja, das geht gar nicht. Wenn, dann würde ich das für unseren Fürstbischof hier machen. Ja, damit er uns endlich mag. Zerfallendes Artefakt verkaufen. Mein Erzeugwald Galindo nähert sich mir mit besorgter Miene. Mein Fürst, ich mache mir zunehmend Sorgen um euer Artefakt Dolch von Chianalush. Er ist völlig dahin, das fällt auseinander. Vielleicht hat ein Schrotthändler Interesse daran, die Teile zu einem angemessenen Preis zu werben. Schön, ich habe es ohnehin nie gebraucht. Wir kriegen 32 Gold oder dieses Artefakt gehört mir. Der Dolch. Ja, also es ist halt von unserem Vater, ne? Ein Erbstück von unserem Vater und es erinnert uns an unseren Vater. Wir müssen unseren Bürgermeister wählen. Warum denn Bürgermeister? Achso, du persönlich. Du redest jetzt gar nicht hier vom Spiel, sondern du persönlich. Ja, dann wähl doch mal. Hast du nur noch 2,5 Stunden Zeit? Was sollst du machen? Das ist wichtig. Geht zur Wahl. Nee, behalten wir. Wir behalten den. Ich würde ihn auch gerne reparieren, aber erstmal müsste ich ein bisschen Geld sparen. Wir werden überfallen. Das ist doch gut. Die haben auch 93 Gold bei. Sie sind halt 4000 Mann. Aber wir können trotzdem hier mal unsere Armeen ausheben. Die sind auch schlecht versorgt. Ah, jetzt versuchen sie schon zu fliehen. So. Sehr gut. Die haben 93 Goldstücke dabei. Ne, 125 inzwischen sogar. Die schnappen wir uns. Dieses Gold schnappen wir uns. 26er, das ist natürlich ein guter Anführer, aber wir kriegen es trotzdem hin, hoffentlich. Ja, wir sind einfach so in der Übermacht. Sehr gut. Vielleicht können wir sogar noch einen Gefangenen nehmen. Sei gegrüßt, Chronik Bojan. Es ist deutlich geworden, dass euer Erzbischof daran arbeitet, falsche und unechte Ansprüche auf Häuptlingstum von Somogi zu erheben. Glaubt ja nicht, dass ein solchartiges, unernsthafte Taten ohne Folgen bleiben. Aber es gibt dann hier eine Grundlage. Ihr setzt 75 Prestige ein. Ja, da müssen wir uns sogar schon von Kindern beleidigen lassen. Sehr gut. Hey, wir haben auch Glauben bekommen. Das ist sehr gut. Wir sind jetzt gläubig geworden. Katholische kirchliche Meinung plus 5. Geplünderte Beute wieder beschafft. 125 und 63 Prestige haben wir bekommen. Sehr gut. Dann können wir wieder alle auflösen. Natürlich erstmal nicht, weil die feindliche Armee noch in der Nähe ist. Aber gleich können wir alle auflösen. Sehr gut. Und dieses Gold werden wir natürlich einsetzen für diese Geschichte hier. 14 Monate noch. Inspiration, wohlüberlegte Meinung. Meine Rüstungsmacherin Adriana bringt mich auf den neuesten Stand, was ihre Fortschritte angeht. Sie schwadroniert endlos von den Grenzen, die ihr durch ihre Werkzeuge und ihre Wirkstätte gesetzt werden, während mein Geist ob all meiner kühnen Ideen schier ins Wanken gerät. Das, was für die Umsetzung dieser Ideen tatsächlich getan werden muss, mag nicht im Bereich meiner persönlichen Stärken liegen, doch das heißt nicht, dass ich nicht ein Wörtchen mitzureden hätte, wie mein Geld ausgegeben wird. Ich hätte da ein paar Vorschläge. Wir bekommen 10 Anspannung. Warum? Einfach so.
Gut. Mein Hintergrund verleiht mir einen einzigartigen Einblick. Wir bekommen 10 Anspannungen, auch einfach so. Lasst mich einen Blick auf eure Skizzen werfen. Oder nein, Adriane weiß, was sie tut. Ja, da wir da hier Anspannung bekommen, wahrscheinlich weil wir uns dafür nicht interessieren, werden wir einfach ihr das überlassen. Ja. Die wird das schon machen. So, ich würde jetzt gerne unsere Armee auflösen. Weil es passt mir gar nicht, dass hier oben so ein fettes Minus steht. So, jetzt steht kein Minus mehr da. Wunderbar. Gut, hier herrscht ein Krieg. Verteidigen gegen den Anspruch auf Graf von Besterce. Was ist denn jetzt los? Ah, Raba wird erwachsen. Ein scharfsinniger Intellektueller ist er geworden. Du wärst ein guter Mönch geworden, mein lieber Junge, aber es soll nicht sollen sein. So, was möchtest du denn? Achso, wir können ihm im Moment keinen Lehen geben. Aber irgendwann demnächst können wir ihm ein Lehen geben. Wir haben jetzt eigentlich genug Geld, um den nächsten Krieg zu beginnen. Ne? Er kann heiraten, stimmt. Wir sollten ihn dann vielleicht mal verheiraten. Und den Dolch sollten wir reparieren. Ja. Also, fangen wir mal mit dem ersten an. Wir reparieren den Dolch. Für 38. Ja. Den Speer. Den benutzen wir eh nicht, ne? Den Speer könnten wir verschenken. Den Speer könnten wir an unseren Erstgeborenen verschenken. Der mag uns jetzt eh nicht mehr so gerne. Na, halten wir mal im Hinterhalt. In der Hinterhand. Dann könnten wir den Speer auch an unseren Priester hier verschenken. Ist nicht so passend, ne? Wir könnten den Speer an unseren Ratsmarschall verschenken. Haben wir eigentlich Freunde? Einen Mündel haben wir? Ja, wir haben einen Freund. Graf Dietwin von Pitten. Wir haben einen Rivalen auch. Wo ist denn der Graf? Der ist hier. Der ist hier. Der schaut nicht mehr so gut aus mit 35 sowieso. Ein aussätziger Poet. Gesellig, paranoid und gefühllos. Wir sind nicht der rechtmäßige Lehnsherr. Na, da schon her. Stichwahl bei uns wie in Frankreich heute. Ja, 500 Meter. Ah, okay. Ja, gut, 500 Meter. Das sollst du schaffen heute noch, oder? Würde ich sagen. Gut, darum haben wir uns gekümmert. Jetzt können wir uns um unseren Sohn kümmern. Der soll heiraten. Schauen wir mal, dass wir da einen Ehepartner für ihn finden. 5 Jahre passt. Fruchtbar katholisch passt auch. Placena Waligradski. Grafschaft von Heves. Das ist hier in... Ja, das ist hier. Dann würde er Graf werden, ne? Graf von Heves. Nee, würde er nicht. Sie hat einen Anspruch auf die Grafschaft von Neuenburg. Das muss irgendwo hier im Römischen Reich sein. Da hinten, ja. Oberlothringen. Sie ist aber eine nicht so besonders nette Person. Sadistisch und hinterlistig. Das ist nicht sprunghaft, gefühllos, gerecht. Naja. Gierig, zynisch, nein. Sie ist eine Schöne, aber sie ist auch unsere Enkelin. Das passt nicht. Unersättlich, ungeduldig und tapfer. Das sind wieder die Engländer hier. Die Engländer kommen irgendwie nicht unter die Haube. Die werden uns ständig angeboten. Die Stadt Berga. Mitfühlend, arrogant und sprunghaft. 21 ist sie schon. Das sind aber nicht gerade besonders edle Damen, die uns hier vorgestellt werden. Ne? Treuherzig, gierig, gefühllos. Sprunghaft, fleißig, arrogant. Eine Französin. Großzügig, geduldig, rachsüchtig. Wahnsinn. Sie ist eine Amazone. Geduldig, feige und schüchtern. Und hier aus der Stadt von Segni, maßvoll, mitfühlend, gierig. Gerecht, zufrieden, sprunghaft. Also gefällt mir irgendwie alles nicht. Vielleicht können wir uns mal nach Prestigezuwachs, ja, Prestigezuwachs. Nunja Kalin Deols. Ehrgeizig und fleißig. Sie ist aber noch zu jung. Ich finde, erwachsen sollte sie schon sein. Pass mal auf, wir machen mal erwachsen. Weil erwachsen sollten die schon sein, aber er ist ja auch schon erwachsen. Soll schon eine Ehe sein und keine Verlobung. Ja, gut, das ist unsere Tochter.
alles irgendwie gar nicht. Da ist die noch am besten, ne? Also machen wir mal nach Bündnismacht. Vielleicht finden wir da was. Es wird immer wieder die angezeigt. Ihr Vater ist Graf Krasomil von Heves. Hat aber zwei Söhne. Und sie ist tatsächlich Ratspitzel bei ihm. Er ist melancholisch und ein Trunkenbold. Möchten wir wirklich einen melancholischen Trunkenbold als Schwiegervater für unseren Sohn? Nein. Die kommt auch nicht in Frage. Also irgendwie. Wie gehen wir nach Rang? Bürgermeisterin. Eine Bürgermeisterin? Nee, das ist auch. Meinung von uns. Vielleicht haben wir da jemanden, der uns besonders mag. Nein, natürlich nicht. Wer mag uns schon? Jelena, eine von niedriger Geburt. Die ist zwar sehr intelligent. Nee, das passt alles nicht. Das passt alles nicht. Also Sohn, du musst noch ein bisschen warten mit der Heirat, weil das ist alles... Im Moment gibt es nichts Gescheites für dich. So, ja gut, dann könnten wir natürlich auch erstmal eine Verlobung machen, oder? Ich mache doch nochmal das raus mit dem Erwachsenen. Pass mal auf. Alle. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal an, wenn wir auch die Jüngeren nehmen. Und dann nehmen wir auch mal das 5 Jahre raus. Dann können wir vielleicht auch eine etwas ältere Frau, warum nicht? Mitfühlen, großzügig, arrogant. Wenn es halt nicht anders geht, Banat von Unterbosnien hier unten. Das ist natürlich schon eine ganz gute Partie. Sie ist auch kroatisch. Sie ist arrogant, okay, aber sie ist mitfühlend und großzügig. Sie ist schon 30, hat aber noch keine Kinder. Und sie hat einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Achso, sie hat drei Brüder. Ja. Aber eigentlich nicht schlecht. Dann hat sie selber Ansprüche. Ne, sie selber hat natürlich keine Ansprüche, ne? Aber sie erbt vielleicht Ansprüche von ihrem Vater. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Die können wir uns mal merken. Maria Ozzoli. Dann die Engländer. Nee, die wird uns immer wieder vorgeschlagen. Gefühllos, gerecht. Ja, die Grafschaft Heves, das ist halt hier. Die nicht. Das ist unsere Tochter wieder. Irene Steintochter von Amsel hat einen Anspruch auf die Grafschaft von Beaumont. Die ist da ganz hinten in Frankreich. Seht ihr es? Dann haben wir hier noch eine interessante 23-Jährige. Sie ist tapfer, mitfühlend und sprunghaft und hat auch einen Anspruch. Also das ist wieder eine Engländerin. Besessen, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Na gut, dann nehmen wir doch mal hier unsere Maria Ozzoli. Ich finde die ganz, ganz gut, ganz passend. Matrilinear natürlich nicht. Sehr schön. Sollen die auch heiraten, auch wenn sie schon 30 ist, aber dann kriegt sie vielleicht schnell Kinder. Unser Freund ist gestorben, tatsächlich. Wir bekommen natürlich Anspannung. Ja, er sah auch nicht mehr besonders gut aus. Er hat auch keine Kinder gehabt, ne? Wer hat denn jetzt da geerbt? Hatte der nicht hier irgendeine Grafschaft oder sowas? Graf Dietwin, ja. Grafschaft von Pitten. Wer hat denn die Grafschaft von Pitten jetzt geerbt? Das würde mich schon mal interessieren. Graf Dietwin von Pitten, ja. Er hier, Graf Luitpoltitsch von Mürzschlag hat es geerbt. Warum? Warum hat der das geerbt? Und er hatte ja keine Kinder. Ach so, von seiner Mutter. Das ist sozusagen sein Cousin gewesen. Aha. Nee, das war sein Bruder. Sein älterer Bruder hat geerbt. Okay, verstehe. Ja, wir haben 20 Anspannungen bekommen, weil unser Freund gestorben ist. Das ist wirklich schade. Das ist wirklich traurig. So, unser Bündnis wurde... Unser Sohn hat geheiratet. Sehr schön. Das ist wunderbar. Jetzt wird es wirklich langsam Zeit, dass unser Erzbischof uns mag. Vielleicht können wir ihm den Speer schenken. Hier, den Speer von Häuptling Janko. Möchtest du den haben? Ja, er möchte ihn gerne haben. Dann sollst du ihn haben, mein Freund.
Das ist super, so viel hat es nicht gebracht. Plus plus 5. Naja, gut. Egal, haben wir auch mal ausprobiert. Was ist, wenn man Speer verschenkt? Gut, 169 Gold haben wir noch. Unseren Sohn haben wir unter die Haube gekriegt. Das heißt, das nächste, was wir machen werden, ist dieser Krieg hier. Und das Herzogtum. 128 Frömmigkeit. Ach stimmt, wir brauchen ja da Frömmigkeit dafür. Wir brauchen ja dafür Frömmigkeit. Tja. Wir könnten tatsächlich pilgern gehen. Sollten wir auch machen, um unsere Sünden zu bereuen. Sollen wir pilgern gehen? Wir gehen pilgern, komm. Mindestkosten 230. Achso, die längeren Reisen, ja, aber ich glaube, die... Oh nee, tatsächlich. Tatsächlich so teuer. Okay, nee, dann können wir uns das eh nicht leiden. Moment. Wir können den Markt besuchen. Ja, wir können den Markt besuchen, das machen wir mal. Wir besuchen den Markt. Kriegsverunterhalt pro Schrecken minus 0,5, aber Schrecken haben wir, glaube ich, eh keinen, oder? Haben wir Schrecken? Doch, ein bisschen Schrecken, 73. Aber Heeregeld finde ich ganz gut, Vasallensteuern plus 10%. Ja, das finde ich doch ganz gut. So, und jetzt werden wir den Markt besuchen. 115 Gold kostet uns das. Ich schlendere durch den Markt in Unkwa und freue mich wie ein kleines Kind. Stoffe, Juwelen, Gewänder und Kleinodien. Ich will alles. Am Ende stehe ich am Stand eines alten Kaufmanns, der sehr viel Verständnis für meine Lage zeigt und mir bei der Auswahl helfen möchte. Zwei hiervon, nein, Augenblick, drei. Wir verlieren 115 Gold und verlieren 24 Anspannung. Okay. Das war zwar ein teures Unterfangen, aber wir haben auch unsere Anspannung wieder verloren. Das ist doch ganz gut. So, der Panzer ist bald fertig. Wir werden in den Krieg gerufen tatsächlich von unter Bosnien in den Krieg gegen ihn hier, den Herzog. Ne, da ist er verbündet. Gegen Graf Miroslav und Herzog Kresimir. Wo sind die denn? Aha. Ach, das gehört auch zur Walachei hier, der Bereich hier noch. Ah, stimmt, der gehört zur Walachei. Wir werden natürlich annehmen, aber wir werden nicht so besonders viel da uns beteiligen. Einen Hofarzt anwerben. Haben wir keinen Hofarzt? Warum haben wir keinen Hofarzt? Unser Sohn. Ja, unser Sohn. Der hat ja sonst noch keine Aufgabe an unserem Hof. Der soll Hofarzt werden. Ja, das ist eine gute Idee. Unser Sohn soll Hofarzt werden. Wunderbar. Eine Fraktion hat sich aufgelöst. Gut. Wie schaut es mit den Bayern aus? Prozent haben wir. Sehr gut. Verdacht von Zauberei. Blutverschmierter Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Amstetten vorgelegt. Als Beweis, dass Boris in seiner Hütte am Rand des Dorfes Zauberei praktiziert. Er mag uns auch nicht. Er ist ein schüchterner, lüsterner, eigenwilliger Typ. Ein Genie, aber wahnsinnig. Laut den Dorfbewohnern sind seine finsteren Praktiken schuld an den bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass er hingerichtet wird. Dies sind reine Indizien, lasst ihn frei. Wir bekommen 10 Anspannungen, weil wir sadistisch sind. Ja, das passt auch gar nicht zu uns. Er muss brennen für seine Verbrechen gegen Gott. Wir bekommen 100 Frömmigkeit und Boris wird getötet. Und wir bekommen zufriedene Bauern. Oder Zauberei, also ja, ich könnte einen neuen Berater gut brauchen. Nein, wir lassen ihn verbrennen. Absolut. Damit haben wir 100 Frömmigkeit bekommen. Und können jetzt den Krieg gegen Moldawien beginnen. Ja. Sehr schön. 128 Frömmigkeit müssen wir dafür einsetzen. Er verliert Meinung von uns. Und die Kulturakzeptanz sinkt. Das ist uns aber ganz egal. Wir setzen jetzt hier den Krieg ein. So. Wir sind im Krieg gegen Moldawien. Und wo sind unsere Truppen? Wo ist unser Truppenanzeiger? Hier. Den verlegen wir mal. Wo sollen wir zuerst angreifen? Oben oder unten? Oben. Hier alle aussehen. Super. Wir können, glaube ich, sogar jemanden in den Krieg rufen, ne? Aber das machen wir mal nicht. Das kostet uns nur Prestige.
Oberhäuptling Rodomirat gegen euren anderen Nachbarn, Häuptling Sviatoslava, in einem Artefaktkrieg gewonnen. Ja, das interessiert uns eigentlich nicht. Ja, wir sind jetzt natürlich wieder im Minus. Das ist nicht gut. Ah, sehr schön. Wir haben eine Rüstung von guter Machart bekommen. Die Rüstung besteht aus geschmiedeten Bronzeschuppen. Sehr schön. Ja, die werden wir dann zu Ehren des gewonnenen Krieges werden wir die dann verschenken. Graf Luto Müssel von Bordok hat die Aufgabe mehr Kontrolle beendet. Das ist auch gut. Wir haben nämlich noch einen zweiten Bereich, wo wir mehr Kontrolle brauchen. Leibgarde anleiten. Wird die Aufgabe Leibgarde anleiten zugewiesen. Ritter-Effektivität plus 1%. So, wo müssen wir denn noch? Hochstetten hieß es irgendwo. Wo ist Hochstetten? Hohenau. Nee. Ich schau nochmal. Hohenau. Doch, doch, ist schon richtig. Hohenau ist richtig. So. Gehört uns das auch? Ja, das gehört uns sogar auch. Krems, Hohenau und Amstetten gehört uns alles. Ach, das ist schon bei 100% dieser andere Krieg. Na ja, wunderbar. Da wird er ja gleich aufhören. Sehr schön. 20 Ruhm. Haben wir auch Ruhm bekommen? Ich weiß es nicht. Gut, dann können wir jetzt erstmal mit denen hier hingehen und mit denen. Also ich würde sagen, mit denen hier verfolgen wir die mal und mit denen gehen wir hier runter und erobern dort. Dieser Krieg gegen Moldawien sollte auch nicht so besonders lang dauern. Wir haben Erbteilung entdeckt. Schauen wir uns das mal an. Was bringt Erbteilung? Das ist noch im Frühmittelalter gewesen. Hier, Erbteilung. Kann folgendes Gesetz erlassen, Bundteilung, der Kultur der Kroaten bekannt. Stabilität und Wohlstand gehen Hand in Hand. Anstatt dass die Vasallen einen Wettlauf um die Macht veranstalten, sobald der alte Monarch dahinscheidet, können wir ein im Vorfeld festgelegtes gerechtes Verfahren für Erbschaften ausarbeiten, das ein Großteil jener Instabilität entgegenwirkt, die traditionell mit Fragen der Nachfolge verbunden sind. Stadtplanung, Kriegsgrund, wo sind wir denn jetzt gerade? Was haben wir jetzt gerade für einen... Wir haben nichts gewählt, ne? Dann würde ich sagen, wir wählen mal Kriegsgrund. Weil da haben wir nämlich den Kriegsgrund, die Jure-Grafschaft. Oder, nee, Stadtplanung passt ja wesentlich besser zu ihm. Das kriegen wir dann auch in 2 Jahren. Sehr schön, sehr schön. Gut. So, ich werde noch so ungefähr eine Viertelstunde streamen. Und dann war es das für heute. Also auf jeden Fall so lange, wie der Krieg hier noch geht. Das definitiv. Was ist denn hier eigentlich das Problem bei unserem Inventar? Ja, da haben wir 9. Genau, hier, den Schuppenpanzer der Nagi-Keppo-Dynastie. Ja, ja. Jetzt haben wir 4 Panzer, also 5, einen tragen wir selber. Die können wir wunderbar vergeben. Wir brauchen noch 4 Schmuckstücke, das heißt, wir können auch nochmal ein Schmuckstück in Auftrag geben. Bündnis ist ausgelaufen, Guy Talafer ist gestorben vom Perigot. Schade, und der benachbarte Herrscher gewann Krieg. Der König von Bulgarien, König Mako hat gegen ihn gewonnen, den Religionskrieg. Das heißt, Bulgarien ist kleiner geworden. Wahrscheinlich hier irgendwo da hinten. Na gut. Dann ist das wohl so. So, hier müssten wir ja eigentlich die anderen verfolgen, aber ich gehe einfach mal hier hin. Ach, da unten sind sie ja. Die versuchen, sich in unser Gebiet vorzubewegen, offensichtlich. Vielleicht könnt ihr die mal verfolgen. Indessen wird hier erobert. 3 Monate, das ist ja kein Thema. Hier könnt ihr nicht erobern, weil die Festungsstärke zu hoch ist. Okay. Was haben wir denn für eine Festungsstärke hier? Festungsstärke 4 und hier ist auch Festungsstärke 4. Das wird dann nichts bringen. Fügt besseres Belagerungskriegsvolk hinzu, um die Belagerung schneller zu beenden. Können wir eigentlich inzwischen auch ein bisschen... Ja, wir können nochmal ein Kriegsvolkregiment erstellen. Aber wir haben noch 5 von 5. Geht ja gar nicht. Wir können die anderen erstmal auffüllen. Ja, das könnte man machen. Sollten wir demnächst auch mal machen. Den Kriegerorden könnten wir anwerben, dafür fehlt uns aber wiederum Frömmigkeit. Verstehe. Ja, dann könntet ihr wahrscheinlich auch das hier nicht erobern, oder? 18 Monate, Wahnsinn. Hier sind irgendwelche Querelen. Ja, bei denen dauert es auch ewig. Auch 18 Monate. Na, dann verfolgt doch lieber die hier. Das bringt uns weiter. Währenddessen erobern wir hier die Hauptstadt und vielleicht können wir ja schon irgendwie den König dann
gefangen nehmen und dann war es das vielleicht sogar schon. Mit diesem Krieg. Ja, hier kommt es jetzt erstmal zur Schlacht. Wir haben die Belagerung gewonnen, sehr gut. Dann sind wir bei 47% Kriegsstand. Könnt ihr hierher marschieren und die nächste Belagerung beginnen. Und hier kommt es tatsächlich zur Schlacht. Ein 32er, das ist die Königin selbst. Sehr interessant. Wissen des Hofarztes wurde erhöht. Unser Prinz hier hat die Eigenschaft Jungarzt bekommen. Muss mal gucken, ob unsere Söhne Ritter sind. Das müssen wir natürlich mal gucken. Prinz Petelin hat 20 Meinung von uns erhalten, weil unsere Ehefrau hier diplomatisch aktiv war. Sehr gut. 97% Kriegsstand. Wir haben auch gefangene Kombattanten gefangen genommen. Wir verfolgen die. Dann gucken wir doch mal ganz kurz. Was wollte ich schauen? Ach, wegen den Rittern, genau. Oh, schaut mal, hier haben wir einen guten Gast. Ein 18er. Wir haben aber nicht genug Gold, um ihn zu rekrutieren. Wie schaut es mit unserem Sohn aus? Hier, Prinz Petelin. Dem erlauben wir das und er ist auch Ritter. Der darf ruhig kämpfen. Ja. Je weniger wir Söhne wir haben, desto weniger wird das Reich am Ende aufgeteilt. Das ist schon ganz gut. Und dieser Sohn ist eh so ein bisschen speziell, weil er hinterlistig ist. Und unser anderer Sohn ist hier. Dem verbieten wir das mal, weil das ist unser Spielererbe. Der ist auch nicht so gut. Haben wir auch noch einen Sohn? Müssten wir eigentlich, aber ich sehe sie hier nicht. Prinz Slavko müsste doch auch hier sein, oder? Der hat 8. Da ist er. Der darf ruhig auch kämpfen. Und aber unser jüngster Sohn, der darf nicht kämpfen. Der hat auch plus 6. Der muss hier eigentlich sein. Da ist er. Dem verbieten wir es, dass er auch unser Hofarzt ist. Der soll nicht kämpfen. So. Gut, das haben wir ja fast schon gewonnen hier. 10 Monate noch. Brauchen nur noch 3 weitere Kriegspunkte. Und haben diesen Kampf gewonnen. Und haben damit auch 2 neue Grafschaften, die wir vergeben können. Und da müssen wir mal gucken, wie wir das mit unseren Söhnen dann machen. Kommt es nochmal zum Kampf? Sehr gut. Dann haben wir nochmal ein paar Gefangene genommen. Aber immer noch nicht 100 Kriegsstand, leider. Immer noch nicht 100 Kriegsstand. Aber hier kann man schon mal auflösen, denke ich. Wie lange ich es heute noch mache? Noch ungefähr eine Viertelstunde, habe ich vorher gesagt. Weil ich gehe erstmal schnell wählen und dann mal schauen, ob du noch da bist. Haha, nee, da würd ich eher nicht so rummachen. Ich würde das eher noch, wenn du willst, kurz zuschauen und dann in 10 Minuten wählen gehen. Weil so lange spiele ich heute nicht mehr. So, die versuchen hier oben das wieder zurückzuerobern, aber das werden sie, denke ich mal, nicht schaffen. Nicht rechtzeitig auf jeden Fall. Oder? 4 Monate? Wie lange brauchen sie? Auch 4 Monate. Wisst ihr was? Dann suchen wir doch. Ach so, das sind eh andere. Das sind andere. Wir werden trotzdem mal hier hochgehen und die versuchen zu stellen. Sei gegrüßt, König Bojan. Ich habe sowohl alte als auch weniger. Jetzt kommt er schon wieder an. Jetzt kommt er schon wieder an, während wir im Krieg sind. Das Häuptlingstum von Somogi. Ja, wir wollen aber eh nicht auf das Häuptlingstum, sondern wir wollen auf das komplette Oberhäuptlingstum. Deswegen mach ruhig nochmal. Der hat nur 13 Bildung. Minus 24, ja. Wir müssten den jetzt endlich mal überzeugen, auf unserer Seite zu sein. Aha, er möchte sich uns beugen. Dann kriegen wir 50 Gold, das ist gut. Ich schaue mir den Rest in der Wiederholung an. Okay, gut. Dann noch einen schönen Restsonntag und einen guten Start in die Woche. Hofpreisstufe 4 haben wir, sehr schön. Der Kaiser Terry hat gegen König Koroda einen Krieg verloren, einen korsischen Krieg. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Hier, Korsien ist hier.
Naja. Bündnis ungültig. Ich habe kein Bündnis mehr mit Prinz Jans von Ungarn, weil er kein Herrscher mehr ist. Was ist denn jetzt passiert? Warum ist denn unser... Was ist denn jetzt passiert? Wie, er ist kein Herrscher mehr? Was ist denn da los? Das muss ich mir dann nochmal in Ruhe anschauen, was da passiert ist. Liegt das an irgendeinem internen Kampf? Hat er irgendeine Grafschaft verloren? Unser Sohn? Das wundert mich jetzt irgendwie. Was war denn unser Sohn für einen Herrscher? Wo hat er denn seine Grafschaften gehabt? Das verstehe ich nicht. Ich meine, wir können ihm dann eine dieser Grafschaften geben. Zemplem, Beregasch. Wir können ihm Beregasch geben eigentlich. Das verstehe ich nicht. Wo war er denn Herrscher? Lass mal den Krieg zu Ende führen. Dann versuchen wir das nachzuvollziehen. Und am Königshof gibt es auch schon wieder Ärger. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das Gepränge bei Hof geht weiter, Tag für Tag, von morgen bis abends. Petanko reißt aus dem Stegreif meine Größe und ergeht sich in Plattitüden und Lobhudeleien. Graf Fuckern stimmt ein und macht ein Spektakel für das Publikum daraus. Dümmlich grinsen und in Erwartung eines Zeichens meiner Gunst für seine Mätzchen. Ein tiefer, dringlicher Wunsch nach Ablenkung nagt an meinen Gedanken. Ich stelle mir vor, wie ich gehe auf den Markt und verliere mich in den einfachen Launen. Ein einzelner Schweißtropfen rinnt mir unaufhaltsam die Stirn herunter. Petanko bemerkt meine Abwesenheit und erkundigt sich mit beinahe aufrichtiger klingender Besorgnis: Geht es euch gut, mein Fürst? Verzeiht, was sagtet ihr gerade? 30 Atmen, weil wir eigenwillig sind? Vergebt mich, ich habe mich um andere Angelegenheiten zu kümmern. Wir setzen 18 Hofpracht ein, wir verlieren 18 Anspannung und beide verlieren Meinung von uns oder sehr gut. Wir setzen 10 Hofpracht ein, verlieren 6 Anspannung und beide verlieren Meinung von uns. Check ich nicht. Wie viel Anspannung haben wir denn? Also die beiden streiten sich und wir kriegen es irgendwie nicht mit, ne? Ja, wir kriegen es irgendwie nicht mit. Also was würden wir sagen? Natürlich würden wir nachfragen, was sie gerade machen, würde ich sagen. Vergebt mir, werden wir sicherlich nicht sagen. Wir nehmen das Erste. Kriegen halt Anspannung, aber das passt am besten zu uns, dass wir dann nochmal nachfragen und wissen wollen, was da Sache ist. Da kommen schon wieder irgendwelche... Schaut euch das mal an. Wie die Aasgeier sind die hier. 15 Tage noch. Und da müssen wir auf die Spur gehen, was unserem Sohn passiert ist. Warum er seinen Titel verloren hat. So, sehr gut. Die Belangung haben wir gewonnen, da kriegen wir auch 24 Gold. Und wir haben nochmal Gefangene gemacht. Und dann können wir uns unsere Forderung durchsetzen. Wir bekommen zwei Grafschaften und auch Hingabe. So sei es. So, die beiden Grafschaften bekommen wir. Haben wir natürlich jetzt zu viele Grafschaften, ist ganz klar. Auch zu wenig Kontrolle dort. Dann werden wir jetzt erstmal alle auflösen, um das Geld zu sparen. Dann unser Sohn. Ne, erstmal die Gefangenen. Ich werde mich erstmal um die Gefangenen kümmern. Also, die Gefangenen. Können wir da irgendjemanden... Für Druckmittel, okay. Druckmittel können wir ja auch wieder in Gold verwandeln, weil wir ja diese spezielle Eigenschaft haben. So, ist der interessant? Nein. Also, Druckmittel. Verräterischer Schurke. Dann der Kahn, der muss doch interessant sein, oder? Auch nur ein Druckmittel. Na gut. Der Kahn von Moldawien. Bei dem auch nur ein Druckmittel. Auch kein guter Kämpfer. Ach, er bedenkt gerade. Unglaublich, was hier abgeht schon wieder. So,
ihn auch noch. Und dann sollte das passen. Nachbar der Herrscher gewann Krieg. Schon wieder der Kaiser. Gegen die Gräfin. Gegen die Tyrannei. Okay. Dann müssten wir jetzt eigentlich diese Druckmittel hier einsetzen können. 50 Gold bekommen wir. Sehr gut. Das geht nicht, weil sie nicht genug Geld hat. Genauso wie hier. Und er hat immer noch nicht genug Geld. Okay. Was ist hier? Plus 21? Oh, stimmt. Alle unsere Kinder und Kindeskinder. Unsere Schwiegertochter Maria hat ein Kind zur Welt gebracht. Von unserem Sohn, also unserer Enkelin. Dragana soll sie heißen. Ja, wunderbar. Die haben aber schnell Kinder bekommen. Okay, er hat auch den Kerker verlassen. Die sind alle Teil unserer Dynastie. Die werde ich natürlich nicht verklagen, in Anführungszeichen. Ja, gut. Ja, die anderen können leider im Moment nicht zahlen. So, dann unser Sohn. Unser Sohn Prinz Jans. Was war er tatsächlich? Welches? Hier, oder? Grafschaft von Hohenburg. War er Graf von Hohenburg? Ich glaube ja. Wo ist Hohenburg? Dort. Ja, er war Graf von Hohenburg, erobert von einem Anspruchsteller. Gräfin Beatrix von Parsberg hat das Ganze erobert, tatsächlich. Wahnsinn. Unglaublich. Unser Sohn hat sich da als sehr, sehr schlechter Feldherr gezeigt. Gegen diese alte Vettel hier mit 57 Jahren hat er tatsächlich verloren. Na gut, dann ist das so, aber das hier oben wollen wir eh nicht wirklich haben. Schaut mal, die haben jetzt schon zwei, drei Grafschaften hier. Ah, ganz schön aufsteigender. Ja, wir müssten das auch mal neu sortieren hier, dieses Königreich. Aber ich glaube, das überlassen wir mal unserem Sohn. Da haben wir keine Lust drauf. Wir geben jetzt stattdessen unserem ältesten Sohn. Achso, der ist gar nicht in unserem Hof. Ja, dann laden wir ihn natürlich an den Hof ein und vergeben ihm dann, wenn er kommt, die Lehren. Hallo? Ja, kam am Hof an, sehr gut. Also, Titel vergeben. Ich würde ihm gern Berek geben. Und ist die Frage. Und Zemplem können wir ihm auch geben. Unkar würde ich ihm ungern geben. Geben wir mal auch noch Zemplem. Geht das nicht? Zemplem ist schon jemand anderem versprochen, ne? Zemplem. Wer wird Zemplem kriegen? Ich gebe ihm erstmal Berek. Wer bekommt Zemplem? Pass mal auf. Schauen uns das Ganze mal an. Wer bekommt Zemplem? Amstetten, Krems, Ravensburg, Eichstätt. Okay, er ist da. Er ist komplett in Bayern. Das ist gut. Er bekommt Zabolsch und Bihar. Ja, das macht irgendwie auch Sinn. Und er bekommt Zemplem, ne? Zemplem und Balat. Wo ist denn Balat? Das ist eins der neueren, ja. Dann geben wir ihm Soroka und Balat. Ja, er kriegt die beiden neuen. Ich glaube, da kann er nicht mehr unser Hofarzt sein, blöderweise. Was schade ist. Ich glaube, er kann nicht mehr unser Hofarzt sein dann, ne? Ist unser Vasall geworden, oder? Ist nicht länger unser Hofarzt. Ja, schade eigentlich. Aber gut, das hat er Erz verdient. Er ist zwar jetzt ein Jungarzt, aber naja. Russische kusaritische Populisten haben sich gegen uns erstarkt. Jetzt müsste unser Sohn doch eigentlich das Zemplem bekommen können, oder? Ja, jetzt kann das bekommen. Sehr gut. Dann haben wir nämlich die beiden hier schon mal safe bei unserem Spielererben. Genau. So, das ist unser anderer Sohn. Der, glaube ich, Zabolsch als. Schauen wir mal, was sich jetzt verschoben hat.
Also er bekommt immer noch alles in da drüben, genau. Und er bekommt die beiden, richtig. Und wenn ich jetzt hier dieses Herzogtum für ihn erkämpfe, dann sollte das andere Herzogtum an unseren Sohn gehen. So ist es auch. Hoffe ich. Um dieses Herzogtum zu übernehmen, brauchen wir noch zwei Grafschaften und Gold. Ja, Gold ist kein Problem. Haben wir denn hier schon Ansprüche? Nein. Und hier unten? Auch nicht. Ja, da brauchen wir dringend Ansprüche. Merke ich schon. Um das Herzogtum dann zu übernehmen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Königreich Serbien, eine einzige Grafschaft. Wie lächerlich. Die Walachei würde eventuell auch gehen. Aber da haben wir keinen Kriegsgrund. Schlecht. Moldawien wird wahrscheinlich geschluckt werden von Bulgarien, schätze ich. Da bräuchte man noch eine, die Jure-Grafschaft und dieses Herzogtum vielleicht unseren anderen Sohn dann zu erschaffen. Das könnten wir auch machen. Oh, jetzt schaut mal, jetzt haben wir natürlich nur noch 7 Domänen. Aber ist nicht schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir brauchen einen neuen Hofarzt tatsächlich, ja. Und er kann. Wir können einen an Prinz Jan von Berek. Wir können Prinz Jan an Ban Mariana übertragen. Machen wir natürlich nicht. Ich würde eher ganz gerne das Oberhäuptlingstum von Transkarpatien mal übernehmen von ihr. Ja, wie ist denn da die Jure-Grenze? Die ist hier oben, ne? Genau. Aber sie hat. Ne, sie hat nur 2 Töchter tatsächlich. Na, vielleicht können wir das mal übernehmen hier von ihr. Wäre gar nicht so uninteressant. Jetzt sollte ich mich aber noch kurz um den Hofarzt kümmern. Hier, Hofämter. Hofarzt. Die Prinzessin! Die ist zwar schlecht geeignet. Oder hier, unseren Erzbischof. Unseren Erzbischof, das sollte ihn doch dazu bringen, dann vielleicht ein bisschen besser von uns eingestellt zu sein, oder? Wenn unser Hofarzt wird. Minus 16. Respekt, Hofarzt. Plus 5. Sehr schön. So machen wir das. Also, unser Bischof ist unser Hofarzt. Ich hoffe, dass, weil er ja uns nicht mag, dass, ich hoffe, das ist kein Nachteil. Nach 4 Monate. Ich werde das noch spielen, solange bis dieses Komplott beendet ist. Pilgerreise, Jagdveranstalten. Ja, Jagdveranstalten könnten wir machen. So, wir haben ihn beeinflusst. Und er hat 25 Mal noch von uns gewonnen. Sehr, sehr, sehr gut. Er hat begonnen, uns zu billigen. Das heißt, die Kirchenbesitztümer werden jetzt auch Gold abwerfen. Das ist doch fantastisch. Schaut euch das an. Plus 9. Wir bekommen plus 0,4 pro Monat von möglichen 2,3. Ja, also er sollte uns natürlich noch ein bisschen mehr mögen. Deswegen werden wir die Beeinflussung mal bei ihm belassen. Sehr gut. Okay, also die Kirchenbesitztümer zahlen jetzt auch Steuern an uns. Sehr gut. Wie alt sind wir? Wir sind auch schon 46, aber unsere Gesundheit ist ganz gut. Saufdurst hat sie. Na gut. Ja, dann schauen wir doch mal. Ah, unser Sohn ist ein mächtiger Vasall und möchte gerne in den Rat. Für was wäre er denn geeignet? Er wäre auch ein ganz guter Verwalter eigentlich. Ja, also falls mal Graf Czeslaw sterben sollte, kann unser Sohn dieses Amt übernehmen. Vielleicht, ja. Er ist zwar nicht ganz so gut geeignet, aber er ist auch nicht ungeeignet. So, noch ein kurzer Blick auf die bayerische Geschichte hier mit der Mischkultur. Wo stehen wir da? Wir stehen bei 26%. Es fehlen nur noch 14%. Und dann können wir diese Mischkultur hier herstellen. Prestige haben wir genug. Es fehlt tatsächlich nur noch an der Kulturakzeptanz. Sehr schön. Gut, dann gehe ich jetzt mal in den Quatschmodus. Wunderbar. Ja, dann bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr heute mal wieder dabei wart an diesem Sonntag bei Crusader Kings 3. Wir streamen wieder am Dienstag um ab 19:30 Uhr. Werden wir weitermachen mit unserem König und gucken, wie es ihm weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte der Nagi Kepus noch
ja, weiterentwickeln wird, was dann noch so alles passieren wird. Ich bedanke mich sehr bei Ryzen und bei Xark für die Beteiligung am Chat. Und ja, wie gesagt, einen schönen Sonntagnachmittag und einen guten Start in die Woche. Valete des Cipoli wünscht euch euer Professor Fantasy. Macht es gut, bleibt gesund und habt Spaß. Genau, tschüss Sikowski, bis zum nächsten Mal, Xark. Schön, dass du da warst. Macht's gut, bis dann, ciao.